Nein, nein, ich Sogar rede die von der Hamas bezahlt Vergangenheit, mit zu Schäkel. der Es gibt Zeit keine der Münzen, weißt du, sondern so Kolonialisierung. Währung. Gibt es Kern, nicht. Kern, guck mal, ich möchte noch eine Sache sagen und dann würde ich mich auf deine Antwort freuen. Und das Geld, was ich meinte, rede ich nicht von heute, sondern ich rede von 1946, 47. Zu dem Zeitpunkt gab es palästinensisches Geld, Palästina gedruckt. Aber mal, abschließend möchte ich jetzt nur sagen, geschichtlich nachgewiesen wirst du von jedem Israeli, der älter als 70 Jahre ist, bestätigt bekommen, und davon gibt es sehr viele Videos in den sozialen Medien, wo die Israelis selber bestätigen, dass sie in der Vergangenheit einen palästinensischen Staatsbürgerschaft besaßen, einen Natürlich. palästinensischen Pass. Und wenn Natürlich. wir jetzt sagen, dass Palästina ein Fake-Land ist, was es nicht gab, dann frage ich mich, wie kann es dann sein, dass in der Vergangenheit es eine Währung von diesem Land gab, was Natürlich. international anerkannt wurde, Ja. Reisepässe existierten, die Ja. international anerkannt wurden? Ja. Also reden wir doch hier mal ganz ehrlich. Guck mal, ich möchte mich auch gar nicht mit euch streiten. Ihr habt eure Meinung, ich habe meine Meinung. Da werden wir auch nie konform. Ich werde euch nicht überzeugen und ihr werdet mich nicht überzeugen. Das ist Fakt. Aber wir müssen doch wirklich bei den Tatsachen bleiben. Es geht Eben. doch bei diesem Live auch nicht darum, ob es jetzt einmal ein Palästina gab oder nicht. Es geht doch um die Selbstverständlich Gräueltaten geht es dieses darum. Davon Krieges. hängt überhaupt die ganze Nein. Existenzfrage Israels ab. Außerdem Nein. hast du immer noch nicht verstanden, dass Palästina ist übernommen worden von den Briten aus dem Osmanischen Reich. Die Osmanen haben das übernommen von den arabischen Omayyaden. Die Omayyaden haben es übernommen von den Römern. Und so ging es immer weiter. Natürlich gab Richtig. es ein Palästina, aber auf jeder Münze, wo drauf stand Palästina, ja, wo es in Palästina in Arabisch stand, stand auch in Klammern zwei hebräische Buchstaben für Eretz Israel. Richtig. Und das bedeutet, dass die Menschen waren alle, ob sie Juden, Christen oder Muslime waren oder Araber oder Juden, sie waren alle Araber oder Juden von diesem Hoheitsgebiet Palästina. Und Aber mein das Wort Staat hier, Palästina endlich geht ließ sich nicht das auf ein etablieren. palästinensisches Volk zurück. Es ist ein römischer Begriff, den die Römer als eine Diskriminierung eingesetzt haben, um die Juden mental und physisch von ihrem Boden zu trennen. Denn wenn du dir in die Geschichte anschaust, schau dir einfach Hadrian an. 135 nach Christus hat er in dem zweiten Aufstand der Juden gegen die römische Autorität, hat er die Juden in Judäa besiegt und einen Teil von ihnen vertrieben. Und dann hat er das Land Judäa in Syria, Palästin umgenannt. Und das war der gängige Begriff dann für die nächsten Richtig. 900 Jahre. Und es Und das war kein Staat, international keine Beziehung anerkannt. zu einem Volk, das Palästinenser heißt. Die Philister, auf das sich die Araber berufen, die heutigen angeblichen Palästinenser, waren Griechen. Und das ist Quatsch, was da erzählt wird. Nein, aber schau mal, aber nichtsdestotrotz, Geschichtsunterricht ist absolut richtig, was du sagst. Aber am Ende des Tages gab es ein international anerkanntes Land namens Palästina. Nein, das Nein, meinte das, er die ganze Zeit. nein, es war nicht Nein. international anerkannt, denn davor war es das Aha, Osmanische Reich. das Die Bild zu Osmanen löschen. haben Ja, gleich. 800 Jahre Ja. lang Palästina verwaltet. Und Zeig es ihnen gab es auch den davor nicht. Pass. Svetlana, zeig auch den Pass von Palästina gleich. Ja, gleich, Moment. Warte, das ist aber zu Ja, groß, so, glaube schaut ich. euch mal diese Münze an und dann Das jetzt sieht guckt man mal ganz trotzdem. nach links. Die letzte Zeile, die dritte Zeile von links, da seht ihr eigentlich sind es zwei hebräische Buchstaben und das ist der Name von Eretz Israel, von dem uralten, angestammten Namen der Region, in der die Juden gelebt haben. Nein, Sogar nicht die Juden. Guck mal, das ist genau der Fehler, den du machst. In das diesem sind die Juden. Landabstrich, waren nicht nur Juden oder In nicht diesem nur Land Araber, haben nicht nur 3700 Christen. Jahre lang Juden jüdische Geschichte geschrieben. Aber selbstverständlich sind die Völker da ein- und ausgegangen. Die Griechen, die Römer, die Perser und so weiter und so In fort. Deutschland leben ja auch nicht nur Deutsche. Das Richtig. heißt aber nicht, dass es nicht das Land der Deutschen ist. Das heißt nicht nach 200 Jahren, es ist das Land der Syrer. Auch wenn ihr euch sehr stark vermehrt, es bleibt immer noch ein Land der Deutschen. Auch wenn die Deutschen in der Minderheit sein sollten und wenn die so weitermachen, werden die es. Es ist trotzdem das Land der Deutschen. Ja, Und die du. Juden waren immer so zu Hause. Auch wenn sie mal weniger waren, sie waren zu Hause. Ja, aber das bestreitet doch keiner. Guck Doch, mal, also bestreitest ich du als Religion hat Muslime, man guck mal, Palästina ich als genannt. Muslime bestätige dir doch heute sofort, dass
einer unserer Propheten, unserer gemeinsamen Propheten von dort abstammt. So, Jesus. Also kann ich doch gar nicht bestreiten, dass es in diesem Landabstrich nicht auch Juden gab. Das wäre doch gerade absurd. Warte mal, du widersprichst dir selber. Nein, tue ich nicht. Ich weiß genau, was ich sage. Guck mal, ich widerspreche, ich sage nicht, dass es dort kein israelisches Volk gab. Es gab dort immer ein israelisches Volk, so wie es dort auch immer ein arabisches Volk und auch immer ein christliches Volk gab. Erzähle keinen Unsinn. Die Araber sind im 12. Jahrhundert gekommen. Und es ist bewiesen, dass es vor dem 12. Jahrhundert dort keine Araber gegeben hat. Das ist Unsinn. Das ist einmal eins der Geschichte in diesem Gebiet. Schau dir diese Geschichte an. Es gibt faktisch keine arabische Geschichte vor dem 12. Jahrhundert. Araber haben nicht immer dort gelebt. Das ist Unsinn. Aber wie definierst du jetzt Araber? Araber, ich spreche von denen, die in den umliegenden Regionen angesiedelt waren, in Transjordanien zum Beispiel. Aber die Araber haben auf diesem Gebiet, sind erst mit dem Islam dorthin gekommen. Und ansonsten sind die heutigen Araber eher als Beduinen und als Nomaden aus Nordafrika gekommen. Das heißt, die eigentlichen Besatzer dieses Gebietes, historisch gesehen, sind die Nordafrikaner, die als Araber nach zu den Plateaus von Israel gekommen sind. Und dort haben sie sich dann niedergelassen. Dort haben sich die ersten arabischen Stämme niedergelassen. Und davor gab es keine Araber. Die Araber sind sehr jung in diesem Gebiet. Die Juden haben 3700 Jahre lang Geschichte. Ich weiß nicht, ob die irgendetwas von den ersten Königreichen. Die ersten Königreiche sind 1047 vor Christi Geburt. Ja, das Königreich von Israel unter einer geeinten Monarchie, 1047 vor Christus Geburt. Ja, und dann Samaria, 930 vor Jesus Christus. Aber guck mal, aber wir das reden das Königreich von Judäa. Wo gibt's da irgendwelche Beziehungen von Das ist Arabern? Der Pass. Das ist der Pass Nein, von Palästina. Das ist nicht, ach so, ja, das ist der Pass von Palästina, genau. Sie benutzen ein römisches. Und die Israelis haben denselben Pass gehabt, ne? Richtig. Juden und Araber. Britische Palästinenser. Genau. Aber das Wort. Die Juden sind genauso Palästinenser wie die anderen. Es weil das eine Region ist. Es ist ein britischer Passwort. Usta, siehst du das? Es ist ein britischer Ausweis, ja? Nur für das Palästina. Gebiet Palästin, aber Gebiet, nicht Staat. Und die Araber haben dort nicht vorher gelebt. Die sind viel später gekommen als die Juden und aus anderen Ländern. Das ist nicht deren Heimat. Die Juden sind zu Hause. Nur darum geht es. Und das wird immer noch als die Legitimierung dafür benutzt, dass man Juden am 7. Oktober und auch vorher in verschiedenen Intifadas abgeschlachtet hat. Einfach nur, weil sie Juden sind. Nein. Guck mal, das ist jetzt wieder Propaganda, was du betreibst. Das ist nicht richtig. Der Grund für die Probleme in diesem Landabstrich liegen nicht daran, dass es ein Israel gibt, weil sind wir mal realistisch, keine Macht der Welt wird im Augenblick, Stand heute, es hindern können, dieses israelische Land weiter existiert. Der Knackpunkt ist, dass die Palästinenser sich heute wehren gegen 75 Jahre Besatzung und Unterdrückung. Und das sage ich nicht. Gibt es nicht. Was für eine Sekunde. Nimm dir einen Taschenrechner und wir rechnen diese 75 Jahre zusammen, weil diese Gebiete gehörten bis zu 67 Jordanien und Ägypten. Hast du vielleicht ein bisschen Ahnung davon? Nein, die Einwanderung. Wie sammeln sich diese 75 Jahre zusammen? 47. Nein, Geschichte null. Die Juden waren da, die Juden haben die anderen Juden empfangen und Golda Meir auch. Ach, und die Juden hatten diesen Pass. Ja, meine Güte, du hast einfach. Oh mein Gott. Die Juden haben offiziell Land gekauft von syrischen und libanesischen Großgrundbesitzern. Sie haben Land nicht gestohlen. Weil du Unsinn redest. Nicht einen Zentimeter haben sie Land von Araber gestohlen. Es gibt keinen dokumentierten Beweis.
bis heute nicht keinen dokumentierten Beweis, dass Juden Land gestohlen haben. Sie haben offiziell das Land gekauft. Wann haben die Araber Land verloren? Wann immer sie die Juden angegriffen haben, haben sie immer ein Gebiet verloren. Sinai, die Golanhöhen, Westjordanland, Westbank, Gaza und so weiter und später sogar Jerusalem. Also, und deswegen ist Ian, es idiotisch, von einer Besatzung zu sprechen. Es waren andere Araber, von denen das Land gekauft worden ist, als richtig, die, die dort leben. Also das ist wichtig auch. Es sind nicht die, die dort leben, die das Land verkauft haben. Nein, natürlich, das war das osmanische Volk, was das Land verloren hat. Durch den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Nein, nein, die Osmanen haben das offiziell abgegeben. Als, ja, als das Osmanische Reich zu Ende ging, hat der letzte Sultan gesagt, ich gebe es an die Briten ab, ich kann diese Region nicht mehr verwalten. Und dann haben die Briten das übernommen und haben das britische Mandatsgebiet Palästina daraus gemacht. Und dann wollten die Briten es auch nicht haben und deswegen haben sie es an den Völkerbund abgegeben. Aber der Völkerbund hat gesagt, besser die Briten bleiben dabei. Und dann haben die Briten gesagt, okay, dann gucken wir uns mal an, was wir daraus machen können. Und dann haben die Briten dem Ansinnen oder dem Anliegen der Zionisten auch nachgegeben und haben gesagt, alles klar, dann teilen wir diese Region eben, in also dieses Gebiet, in einen arabischen Staat und einen jüdischen Staat. Was ich sehr faszinierend finde, als der Staat Israel gegründet worden ist, gab es bereits 22 arabische Staaten. Die Araber konnten gar nicht gierig genug sein, ein Land nach dem anderen zu bekommen. Und sie haben diesen kleinen Völkchen von Juden nicht gegönnt, dass sie ein Gebiet in der Größe vom heutigen Hessen nehmen und sich dort niederlassen, mit dem sie 3700 Jahre Geschichte haben. Das ist das Problem der Araber. Sie leiden wegen ihrer Zurückgebliebenheit und ihrer Dummheit und Ignoranz. Kian, guck mal, du bist immer beleidigend. Du beziehst immer das Ganze auch irgendwie politisch. Aber es geht doch gar nicht hier um Politik. Selbstverständlich. Du hast doch den sachlichen Inhalt, den du gerade gesagt hast, stimme ich dir absolut zu. Aber was ist denn daran verwerflich, dass ein arabisches Volk nicht möchte, dass ein nicht-arabisches Volk als direkter Nachbar ist? Jetzt stellen wir uns doch mal vor, dass plötzlich die Araber oder die Muslimen auf die Idee kämen, warum auch immer, in Europa ein Stück Land zu bekommen. Aus welcher Situation auch immer. Nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg. Daraus entstanden wäre, dass jetzt mitten in Europa ein nicht-christliches Land auf einmal Regierung da wäre. Damit wäre auch keiner glücklich. Aber nochmal, ich rede jetzt von den rein emotionellen Basis, ne? Da wäre keiner mit glücklich. So, und natürlich sind die Araber damit nicht glücklich gewesen, dass dort ein nicht-arabische Regierung gegründet wird. Das ist ein Strohmann-Argument. Du benutzt jetzt ein Stroh oder ein Trugschluss. Ja, ein Fluch. Leider Gottes ist es ein Trugschluss oder ein Strohmann-Argument. Erstens, die Juden sind Abkömmlinge der 12 Stämme Israels und sie haben ein Recht, zu einem Region zurückzukommen, in der sie lange 3000 Jahre alte Verbindung haben. Und sie sind nicht, sind keine Völker, keine fremden Völker, sondern sie sind das jüdische Volk, das auf jüdischem Boden zurückgekehrt ist. Die Araber sind die Besatzung. Das ist doch beschlossene Sache. Usta, hör bitte zu. Du kannst nicht die ganze Zeit sprechen und unterbrechen. Bitte habe Respekt. Kian ist gebildet. Dir fehlen einfach Wissensteile. Bitte hör zu, auch wenn es dir weh tut. Und hör auf, dein Mikro einzuschalten und mit mir Machtspiele zu spielen. Ich mag das nicht. Also hör bitte Svetlana und Kian zu. Jetzt spricht Kian. Ich mache das Bild an, Svetlana. Habe ich gesehen? In 5 Minuten bin ich da. Ich will ihm nicht sein Recht auf Gegenargumentation nehmen. Aber die Tatsache, dass er so tut, als wenn das fremde Menschen sind, nur weil die Juden in Europa gelebt haben. Die Juden haben in der Diaspora gelebt. Genauso wie jetzt 4 Millionen Türken oder 5 Millionen Türken in Deutschland leben, kann man ja auch nicht sagen, sie hätten kein Recht, in der 10. oder 15. Generation in die Türkei zurückzugehen, weil sie im Grunde genommen keine Identifikation mehr mit dem Boden haben. Sie bleiben Türken und wenn sie 30 Generationen in Deutschland leben, die Juden sind vertrieben worden, aber sie haben in der Diaspora immer wieder mit einem Auge oder mit beiden Augen immer zurück nach Eretz Israel geschaut, ja, ins Land der Juden geschaut. Und deswegen, sie sind zurückgekommen, sie sind nicht fremde Völker, sie sind zurückgekommen und haben sich im Land ihrer Väter und Großväter einfach wieder niedergelassen. Mehr war es nicht. Also mit der Erlaubnis von der
bitte, Kian, immer wieder denen vielleicht das klar machen, mit der Erlaubnis von Regierung, die zu diesem Zeitpunkt über diesen Region geherrscht hat. Ja. Alles rechtlich. Natürlich. Richtig. Auch kannst du bitte noch zu diesem Bild was dazu sagen, damit wir diese Geschichte mit 75 Jahren endlich vollenden? Ja. Ich wollte nur einfach mal, ich wollte, dass du das mal erklärst, dass Gaza und Jerusalem, wem das alles gehörte bis zum Jahr 1967, wovon ich davor gesprochen habe, weil es wird immer wieder 75 Jahre vorgeworfen, dass die armen Menschen unter Israel gelitten haben, so viele 75 Jahre lang, ne? Kannst du das bitte vielleicht mit dem Bild erläutern? Ja, wir sehen jetzt gerade hier, wir sehen Tel Aviv und wir sehen Gaza. Und Gaza war im Grunde genommen ein ganz natürlicher Teil von Israel. Und es waren die Ägypter, die diesen Teil für sich beansprucht haben, weit vor 1948. Und im Zuge des Konfliktes mit Ägypten haben sie diese Region dann verloren. Das ist der Grund, warum es auch Tausende, 8.000, 9.000 jüdische Siedler dann im Gaza gegeben hat, die übrigens alle 2006 abgezogen worden sind von Israel. Gewaltsam hat die israelische Armee die Siedler da rausgeholt, damit sie ihren Friedensvertrag mit der Hamas eingehen können 2006. Tatsache ist, dass vor der Staatsgründung Israels war dieses Gebiet auch von Juden besiedelt. Und es gab nicht die Menschen, die heute dort drinnen leben. Das war jüdisch besiedeltes Gebiet, Gaza. Und erst im Zuge der großen kriegerischen Konflikte zwischen den Arabern und den Israelis haben sich Menschen von Syrien, von Jordanien aus und von Ägypten aus haben sich bewegt im Zuge dieser Konflikte. Und dann haben sie ein Mischvolk dort geschaffen aus Ägyptern, Syrern und Jordanier in dieser Region, die sich heute Gaza nennt. Das ist alles. Das ist simple Einmaleins. Das ist simple Mathematik, wenn man sich anschaut, wie diese Bewegungen überhaupt zustande gekommen sind. Da leben nicht ursprünglich die Menschen, die da mal gelebt haben sollen, sondern es war tatsächlich jüdisch besiedeltes Gebiet. Fertig. Dankeschön, Kian. USA, hättest du noch Fragen? Oster? Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig liege. Ich bin wieder da. Also, nee, ja. Fragen nicht. Ich würde was dazu sagen wollen, wenn man darf. Ja, klar. Also, ich muss das jetzt einfach nochmal widersprechen. Fakt ist, Gründung Israels, so wie es heute steht, ist 1948 am 14. Mai gewesen. Da war offiziell die Gründung von Israel. So, geschichtlich mal, um auf den Punkt zu kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war dieser Landabstrich namens Palästina im Hoheitsgebiet der Briten. Das kann niemand verneinen, ob es euch passt oder nicht. So, ab diesem Zeitpunkt gab es 1948 eine ganz klare Trennung, was ist Israel und was ist Palästina. Eine Zwei-Staaten-Lösung, die ganz offiziell weltweit akzeptiert und anerkannt wurde. Dass daraufhin Konflikte entstanden sind, ist auch, und wer auch immer von beiden Seiten die Schuld hatte, mit Sicherheit beide gleichermaßen. Weil es nein, du darfst nicht so sprechen, wer auch immer das. Nein, du verharmlosest das Ganze. Nein, du darfst die Geschichte nicht wenden. Der Völkerbund. Du darfst das nicht. Der du darfst nicht die Geschichte drehen und wenden, so wie es dir passt. Wenn wir schon über die Tatsachen sprechen, dann musst du klaren Text sprechen und nicht aus der eigenen Meinung irgendwas relativieren. Zu jedem Streit gehören zwei. Das ist leider so. Man kann nicht Nein. Der Völkerbund wollte diese Region in einen arabischen und einen jüdischen Staat teilen. Der Vorläufer der Vereinten Nationen war absolut dafür. Man hat gesagt, ja zu einem jüdischen Staat, ja zu einem arabischen Staat, zu einem vollwertigen arabischen Staat. Nicht zu den Autonomiegebieten, die es heute gibt, sondern zu einem richtigen Staat. Und nur weil das diese Region Palästina hieß, heißt es nicht, dass es ein Volk dort gegeben hat, das Palästinenser war. Selbst Golda Meir hat gesagt, ich war Palästinenserin. Ja? Bin wieder da.
Sie hat gesagt, ich war Palästinenserin. Wir alle waren Palästinenser. Aber in Bezug auf den Ursprung dieses Namens, wenn man eine Region Palästina nennt, dann können alle Menschen, die darin leben, auch als Palästinenser bezeichnet werden. Und alle Juden nannten sich auch, wir sind Juden aus Palästina, weil sie den gängigen Begriff Palästina von den Römern adaptiert haben. Und aber schon mal, die Osmanen ist das haben so? Das gemacht. Aber es gab kein palästinensisches Volk. Und deswegen sind nicht so, beide gleichsam schuld an dem Konflikt. Aber jetzt mal unter uns, wenn auf einer Verpackung Milch steht, ist auch meistens Milch drin. Und wenn alle sagen, wir sind Palästinenser, dann können wir doch nicht heute sagen, es gibt keine Palästinenser. Reden wir hier von einer geografischen, von einer ethnischen oder von einer geschichtlichen Definition eines Volkes? Wir reden hier von einer historischen Definition. Die Römer haben dieses Gebiet Syrio Palästin genannt. Land der durchziehenden Völker. Das ist die Übersetzung von Palästina. Warum? Weil sie das Land Judäa auslöschen wollten. Sie haben im Grunde genommen das als einen Angriff gegen das jüdische Volk benutzt, das Wort Palästina. Und es ist einfach nur ein Begriff. Es ist nichts weiter als ein Begriff. Und es hat nichts, wenn die Römer diesen Begriff Land der durchziehenden Völker benutzt haben, wie kann denn daraus ein spezifisches Volk entstehen? Deswegen nein, es ist nicht ein spezifisches Volk. Es ist nur ein Oberbegriff, hier, ein beleidigender Begriff, um die Juden von diesem Land zu trennen. Schau mal, es geht nicht um ein spezifisches Volk. Es geht doch darum, dass im Gaza, genauso wie in Palästina, im Augenblick Menschen jeglicher großen Religion leben. Es leben die Christen dort, es leben die Muslime dort, es leben die Juden dort. Und auch im Gazastreifen werden Stand heute Christen bombardiert, Kirchen zerstört, es werden heute Moscheen zerstört. Keine Kirchen bombardiert und es werden auch keine Christen getötet. Nein, das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig. Guck mal, du hast gesagt, dass es keinen einzigen Juden in Gaza gibt. Natürlich gibt es, selbst dort gibt es Juden. Es gibt keine Juden in Gaza. Kein Jude würde 5 Minuten dort überleben. Es gibt keine Juden in Gaza. 96 gab es 2 Juden, die haben sich verirrt nach Gaza. Ja. Und die wurden mit bloßen Händen ermordet. Und mit deren Blut an den Händen haben die Gazianer posiert für Videos und für Fotos. Die haben diese Menschen gelyncht, umgelegt. Die haben sich nur verfahren und die hatten israelische Kennzeichen. Du kannst dich nicht Anna, kann ich ganz kurz was sagen? Allgemein an die Leute jetzt hier. Leute, wir haben 59 Zuschauer. Das ist nicht viel. Wenn jeder von euch 5 oder 10 einlädt, dann kommen mehr und mehr Leute auf dieses Profil. Wir hatten fast 200. Die haben sich beschwert. Genau. Liken. Bitte die Herzen drücken, wie ihr nur könnt. Aber das liegt doch vielleicht daran, dass der Inhalt dieser Stream nach oben nicht so richtig läuft. Doch, die haben sich beschwert. Wir hatten 200 Personen und die haben sich beschwert. Wir haben auch Löwenherz da. Ich würde ihn gerne herzlich willkommen heißen. Grüß dich, Löwenherz. Wollte nur nicht stören, also alles gut, herzlich willkommen. Ich höre sehr gerne zu. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mir jetzt auch mal einen Dritt-Account gemacht, weil ja tatsächlich die lieben Facharbeiter aus Deutschland mich immer melden, was das Zeug hält. Und ich kann euch nur schon mal sagen, ich mache mir 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Accounts und ihr werdet mich niemals los. Ich will das nochmal sagen. Genau. Danke. Schön liken, liebe Freunde. Löwenherz kann es sogar noch besser sagen. Löwenherz, drückt es mal ein bisschen nach oben, den Stream. Drück mal ein bisschen nach oben. Ja, mach ich in 2 Minuten. Ich bin nur gerade am Autofahren. Ich bin gleich vor der Haustür, dann mache ich das. Oh, danke, ich schenke auch. Ja, das ist ein richtiger Fachmann. In kürzester Zeit sind wir hier 300, 400. Ich mache mal das Bild, was Svetlana gemacht hat. Würde mich kurz ausklinken. Ich muss leider mein Gebet verrichten. Also was heißt leider? Ich muss mein Gebet verrichten. Ich würde mich, wenn ihr dann später noch da seid, vielleicht sogar noch mal einklinken. Ich möchte nur auf dem Weg noch eine Sache wirklich loswerden. Dass es nichts bringt, einfach gar nichts, niemanden, weder den Israelis noch den Palästinensern noch den Europäern, dass man hier permanente Schuldzuweisungen von links nach rechts schiebt, also von beiden Seiten in beide Richtungen,
Ein Konflikt löst man nicht, indem man die Gegenseite permanent beschuldigt, sondern es gibt nur eine Konfliktpartei, das sind die Araber, die Israelis. Genau das meine ich. Deswegen werdet ihr auch in euren Zuschauerzahlen nie nach oben kommen, weil ihr einfach zu einseitig seid. Glaubt mir, wenn ich einen Livestream mache, habe ich in der Regel keine Lösung. Ihr sucht keine Lösung. Das liegt aber an den Beschwerden. Wir hatten 200 Personen hier, die beschweren sich, weil die keine Wahrheit aushalten. Anna, du kriegst gleich deine 300-400 Leute. Lass mich erstmal nach Hause ankommen und dann kriegst du die gleich. Ganz ruhig, ich mach das gleich schon. Übrigens, Anna, wenn ich einen Livestream mache, sind in der Regel 2000 Menschen live drin. Ja, 2000. Durchgehend 1200. Das ist totaler Quatsch, was er sagt, dass da keine Leute kommen und deswegen kriegen wir nicht. Es passt ihnen nicht. Es ist dieses Wischi-Waschi. Ja? Wir müssen es allen Parteien recht machen. Ich habe ja auch die Meldung bekommen. Und dann geht das gleich schon. Ich habe ja auch die Meldung bekommen, dass wir gemeldet worden sind und ich habe zwar den Widerspruch eingeleitet, aber TikTok hat es nicht akzeptiert. Ist auch kein Problem, 62 Leute sind auch viel und wenn sie schön liken. Das ist nicht schlimm, guck mal, im Endeffekt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, im Endeffekt ist es egal, wo wir das machen, ich muss gleich auch noch ein bisschen im Garten arbeiten. Ich mache es mit Kian auch öfters Livestreams, deswegen ist es kein Problem. Auf welcher Plattform wir das machen, ist erstmal irrelevant. Das heißt, wenn irgendjemand von uns gesperrt wird, machen wir es einfach auf der nächsten Plattform. Also das geht schon. Und jetzt können wir es gerne bei dir machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich werde das gleich pushen. Ich werde das gleich pushen. Aber ich muss erstmal kurz zu Hause ankommen, Auto fahren. Ja, auch heute Abend können wir auch live. Das ist ein bisschen anstrengend. Sehr gerne. Heute Abend live gehen müssen, Herr. Also Kian, ich habe jetzt... jeden Abend sitze ich mit meiner Frau auf der Couch. Wir warten 5 Stunden auf Kian und Kian kommt. Wir kommen und wir sitzen da und haben uns Tee gemacht. Wir haben uns den Weihnachtsbaum angemacht. Ich war gestern total alle. Wir kommen auch gerne. Die Svetlana hat jetzt einfach ein sehr gutes Bild gemacht. Ja, gerne. Und dann kannst du viel einfacher erklären, vielleicht Kian anhand mit dem Bild. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem mit der Größe des Bildes. Deswegen sehe ich das nicht so deutlich, was das ist. Ich sag nur 1947, 1949, 1967. Genau, aber das ist halt wie sich die Grenzen von Israel vergrößert haben. Und es steht wodurch dann auch unten. Ne? Das ist einfach zu erklären, Anna. Israel ist nicht... Ist nicht durch Besatzung größer geworden, sondern durch Verteidigung. Ja, die Syrer haben 1967 Israel angegriffen und haben die Golanhöhen verloren. Die Jordanier haben Israel den Krieg erklärt und haben Jerusalem verloren. Die Ägypter haben 1948 den Israelis den Krieg erklärt und haben die Sinai-Halbinsel und Gaza verloren. Und so ging das eigentlich quer durch die ganze Geschichte. Jedes Mal, wenn die arabischen Staaten irgendeinen kriegerischen Konflikt mit Israel angefangen hat, hat Israel faktisch Gebiet eingenommen. Der größte Vorwurf, der aus der islamischen Welt kommt oder auch von den Palästinensern selber, ist, dass die Israelis Besatzer sind. Sie sollen mir nur noch eine Region nennen, die Israel besetzt hält. Hält Israel den Westjordanland besetzt? Nein. 40%, aber nur aus verwaltungstechnischen Gründen. Eben. Aber und die Golanhöhen aus taktischen Gründen. Richtig. Jetzt müssen sie Gaza wieder nehmen, aber davor hatten sie Gaza 0 in der Hand. Westbank 0. Sie haben die Sinai-Insel vor 40 Jahren schon zurückgegeben. Wenn Israel den Wunsch hätte auf ein Groß-Israel, dann hätte Israel diese Gebiete behalten. Und selbst jetzt haben die israelischen Strategen gesagt, wollen sie Gaza nicht in der Hand behalten. Sie wollen Gaza nicht für immer behalten. Aber sie müssen erstmal diese wilden Dschihadis da, diese Tiere da vertreiben. Dann können sie wieder leben. Du kannst von keinem Staat der Welt erwarten, dass sie mit solchen religiösen Wilden Grenze an Grenze noch einmal zusammenleben. Das kann man nicht erwarten. Ich bin so dankbar, Kian, dass du da bist. Weil du hast so eine Stärke, ich habe es ja schon gesagt, in der Stimme und so viel fundiertes Wissen und du bist ein Mann, das ist für dich auch ganz wichtig, weil der Chat hat damit angefangen, dass Svetlana und ich einfach nur beleidigt worden sind. Ah, okay. Das war sehr lustig. Gehört, dann habe ich sofort kapiert, ich komme. Also, das war wirklich sehr... Oh, schön. Löwenherz, verlass uns nicht. Also wir waren wirklich hier zu zweit aufgeschmissen. Und
Es wurde immer persönlicher und persönlicher, auch wenn wir die Tatsachen angesprochen haben, trotzdem blieben die Menschen persönlich, wieso auch immer. Ich bin aber mir sicher, dass im Chat sich einige Menschen befinden, die unsere Infos einfach mal wirklich, wenn nicht zum Herzen nehmen, dann wenigstens anfangen zu hinterfragen. Ne? Es gibt immer zwei Seiten. Ne? Ihr wart bis jetzt immer auf einer Seite. Ich nenne diese Seite Seite des Bösen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, etwas Besseres zu hören, etwas anderes zu hören. Und es ist nicht schlecht. Ihr habt die Zeit nicht vergoldet. Das war nicht umsonst. Weder für uns noch für euch. Ne? Und wir sind dankbar auch für jeden, der jetzt im Stream ist. Egal, ob ihr hinter Israel oder Palästina steht, wir sind dafür da, um das auszudiskutieren. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wir nehmen sehr gerne Menschen hoch, aber ihr müsst damit rechnen, dass ich bevorzuge Menschen, die mit Fakten kommen, ne? Die Faktencheck mal gemacht haben. Also einfach mal, ihr bildet euch auf TikTok nicht aus. Das ist schon mal 200%. Ne? Alles, was ihr auf TikTok gesehen habt, müsst ihr hinterfragen. Ihr müsst das nicht einfach als hundertprozentige sichere Information nehmen. So funktioniert das nicht. Und deswegen, wenn ihr schon hochkommt, dann kommt nicht mit Emotionen, kommt mit kaltem Kopf, kommt mit Argumenten, kommt mit Geschichte. Dann können wir wirklich ganz normal miteinander reden. Genau. Deswegen ist auch der Kian da und Löwenherz und wir, damit ihr was hört, was nicht von Al Jazeera kommt. Genau. Und ihr seid böse. Böse und beleidigt, nur weil man euch nachgewiesene, fundierte Tatsachen nennt, die ihr bei den Imamen und ja bei Al Jazeera nicht hört. Ja, und dann nochmal so als kleiner Push, bitte Freunde, liken und auch eure Freunde einladen, wächst. Was sagst du? Löwenherz, was hast du gesagt? Kinderwagen einklappen, kurz, wir haben gerade einen Kinderwagen gekauft, deswegen, ich bin so froh mit. Oh, kann man euch gratulieren? Kann man euch gratulieren? Ja, noch ist das Kind nicht da, aber wir sind sechs Monate jetzt. Okay, bereitet dann euch nicht vor. Ich will aber gläubig. Es wird eine Junge. Eine Junge? Ein Löwenherz, wenn das Kind geboren ist und ihr Hilfe braucht, ne, ruf mich nicht an. Nee, das kriege ich schon hin. Sorry. Ich erinnere mich an die Zeit einfach mit so einem Schrecken. Das ist so schlimm. Ich habe nur einen, ich habe zwei. Aber ich meine, es gibt ja auch Frauen, die das genossen haben. Ne? So ist es nicht. Aber das, wir gehören nicht dazu, leider. Ja. Wir gehen lieber arbeiten. Danke. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Fragt jemand, Kian, guck mal, wir haben hier auch sehr nette Menschen drin. Ich möchte, dass Israel noch viel größer wird von der Marita und da bin ich einverstanden, absolut. Das möchte ich. Ich möchte, dass Israel vergrößern muss nicht unbedingt. Das ist ein bisschen böse gemeint, ne? Mit ein bisschen bösen kommt. Nee, vergrößern nicht. Böse. Aber ich weiß, das bin ich auch, aber sag das am besten laut nicht. Wir möchten, dass es endlich mal Frieden herrscht und wir wissen ganz genau, wer für Nichtfrieden sorgt und genau darüber reden wir hier und versuchen aufzuklären. Darum geht es uns. Ne? Aber wenn das dann nachher aufgeteilt wird, haben wir haben keinen Einfluss darauf. Absolut. Weißt du, worüber ich noch mit Kian sprechen möchte? Weil Kian und ich, wir haben telefoniert, wir hatten ein tolles Gespräch und ja. Hier schreibt zum Beispiel jemand auch, ich finde den Kommentar nicht, dass zum Beispiel die Juden in Deutschland absolut unsichtbar sind, während der muslimische Anteil leider oft negativ auffällt, vereinnahmend ist, aggressiv ist, besetzend ja. ist. Das hat wirklich was mit der Erziehung beziehungsweise mit der Gesellschaft, mit dem Sozium zu tun. Und da würde ich gerne auch Kian sprechen lassen, weil er ist ehemaliger Moslem und er weiß,
Ja, er weiß, wie das im Sozium dort ist. Kannst du dich vielleicht ein bisschen dazu äußern, weil das wird immer unterschlagen. Die Deutschen merken das auch selber nicht. Die Juden sind unsichtbar oder die Israelis überall. Die fügen sich ein in jede Gesellschaft. Und dabei manipulieren die Hamas Fanatiker immer damit, dass Juden würden irgendwas, irgendwie die ganze Welt erobern, Deutschland gefährlich werden. Und es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Ich würde gerne dieses Thema mit Kian Hoch... Sehr gerne. Darf ich was sagen? Ja, solche Menschen. Also geht und bildet euch, ja, und werdet so eine Ärztin wie ich, zwar die schlecht Deutsch spricht, aber sehr gut verdient. Dann achtet ihr nicht darauf, was die anderen Menschen verdienen, was die anderen Menschen erreicht haben, wie viel Geld die haben, über was die herrschen, bildet auch, euch. Auch, mir ist auch egal, was Leute verdienen. Also ich habe auch viel Geld, bildet. Ich mache mir daraus also, nichts. Genau, mir ist es absolut egal, wer wie viel in Macht besitzt. Ne? Aber euch ist es nicht egal. Ihr macht euch darüber Gedanken, wer wo wie viel besitzt, wieso man besitzt. Normalerweise, wenn man sich selber verwirklicht hat, wenn man alles erreicht hat, was man möchte, stellt man solche Fragen sich selber nicht. Okay, weiter geht's, Kian, du darfst. Ich muss gleich zu meinen Pferden raus. Ja. Ich muss hier noch tatsächlich noch eine Stunde gleich arbeiten. So, ich werde jetzt das gleich einmal hier ganz kurz pushen, aber bevor ich das mache, wollte ich einmal ganz kurz sagen, das, was du angesprochen hast, mir zum Beispiel persönlich, mir sind Geld und so Gegenstände wie Autos und so, war mir schon immer egal. So, ja, ich habe drei Autos, ich habe ein Audi, ich habe ein BMW, ich habe ein Deswegen Volvo. Ist das dir egal. Nee, pass auf, ich sag dir jetzt warum, pass auf. Ich habe dir gesagt, habe euch auch meiner Frau gesagt, das alles kann ich wegschmeißen, den Materiellen, ist mir komplett egal. Ich will, dass mein Sohn gesund auf die Welt kommt und mir sind Sachen zum Beispiel wichtig, wie dass Leute mich nicht anlügen, loyal zu mir sind und ehrlich zu mir sind. Und da bin ich zu 1000% immer da und immer hinter diesen Leuten. Für immer. So lange, mein ganzes Leben lang. So, ne? Das ist manchmal meinen Freunden so, das mache ich immer so. Wenn man ehrlich zu mir ist, mir auch ehrlich sagt, wenn ich scheiße bin oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, das schätze ich an Leuten. Was ich nicht mag, ist Hinterhältigkeit, Missgunst und sich über andere stellen, nur weil man denkt, man ist was Besseres. Solche Sachen hast du ab. Aber Löwenherz, warum kannst du nicht beides verlangen? Du kannst nicht verlangen, dass trotz, dass du viel besitzt und gut verdienst, dass man zu dir ehrlich bleibt. Kann man das nicht? Also ich bin Jude, ja, deswegen will ich alles. Also ich will beides. Ich will gut verdienen und dass die Menschen ehrlich zu mir sind. Warum nicht? Kian, ja, danke. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Aber, ich will nichts opfern. Schau mal, ne? Es ist natürlich so, wir leben in einer Gesellschaft, Geld ist natürlich wichtig. Das ist so. Um zu überleben ist es wichtig. Aber es ist nicht alles so. Und es gibt, vor allem gibt es Dinge, die wichtiger sind, wenn du merkst, wenn irgendwelche Familienangehörigen von dir vielleicht krank sind, dass es dir nicht so gut geht, dann merkst du einfach, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind. So, ja, so, ne? Okay. Ja, das verstehe ich ja. Also das Menschliche ist für mich auf jeden Fall wichtig, klar. So, und du musst auf jeden Fall, weißt du, wie man das macht bei TikTok? Du hast hier diese Flagge von Palästina. Ja. Kannst du das irgendwie, es gibt ja diese bei Greenscreen, dass du das machst, dass die Gans drauf ist. So, weil du kriegst die Greenscreen. Ja, weil es gibt ja verschiedene Arten von Greenscreen. Also du, wenn du auf Greenscreen gehst, dann gibt es ja so verschiedene Teile. Du musst das Ding nehmen, wo der Pfeil nach unten zeigt. Ja. Und dieses Fenster da ist. Dann kriegst du es oft ganz drauf. Ja, sonst muss man halt immer gucken, dass man das ganz drauf kriegt. Sonst musst du im Internet ein anderes Bild da screenshotten, was so ähnlich ist. Und das dann machen wir, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wir versuchen mit einem anderen, vielleicht falsch genommen. So, aber die Leute, die hier drin sind, ich bin jetzt gleich erstmal draußen, aber ich bleib, ich komme auf jeden Fall wieder, weil ich muss arbeiten. Alle Leute, die hier drin sind, ihr könnt es alle teilen. Das teilt ihr mit euren TikTok-Kontakten. Das geht so ratzschnell. Das juckt euch überhaupt nicht. Das dauert 2 Sekunden. Das macht ihr jetzt erstmal. Ich will das hier unten sehen. Ich will mindestens 80 Teilungen haben. Wenn ihr wollt, dass Kian hier drin bleibt. Wenn ihr wollt, dass ich später wiederkomme. Wenn wir das machen sollen. Weil tatsächlich... Wenn jemand hoch will, bei 50.000 Likes. Das heißt, tatsächlich machen wir das auch. Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen. Also alle teilen. Teilen, Leute. Und liken. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ihr müsst das an eure TikTok-Kontakte teilen und das ist überhaupt kein Problem. Ob die reinkommen, ist eine andere Sache, aber ihr könnt es machen. Also tut uns den Gefallen, macht das genauso. 64, 65, genauso will ich das sehen. Immer weiter.
Und dann geht das ganz schnell nach oben. Die Leute kommen schon. Wenn du konstant hier online bist, unsere Leute kommen uns ja auch hinterher, die kommen schon hier rein. Manchmal dauert das eine Stunde und dann hast du deine 300, 400 Leute. Das zieht sich manchmal echt. Bei uns zieht sich das auch. Die beschweren sich aber auch andauernd. Deswegen werden es weniger. Es waren fast 200 und dann haben die sich beschwert. Guck mal, 66 Teilungen, noch weiter, Leute. Das geht noch besser. Nicht 4 Teilungen, noch mehr, noch weiter, noch besser geht das. So, ihr müsst liken, was das Zeug hat. Genau, 70, so will ich das sehen. 70. Wunderbar. Weiter. Ich war die 72. So, genau so geht das nach oben. Weiter. Liken, Geschenke, teilen. 76, Leute, genauso. Wenn ihr das macht. Der Stefan, sehen, der Robert. Dann der Stefan machen wir es öfters. Guck mal, guck mal, guck mal. Der Stefan Robert, sei nicht gemein zu Menschen, die nicht Deutsch können. Bitte. Guck bitte, mal, 84 bitte, auch im Teilungen. Chat. 86. Weiter. Genau so. 87. Und? So. Ja. Ihr seid ja großartig, danke schön. Macht weiter. Ich habe jetzt gesehen, wie viel Kian eigentlich, also Kian hat so viel Wertvolles gesagt. Svetlana hat so viel Material geliefert und da kommt wieder einer und schreibt: Hey, du schießt mit leeren Worthülsen. Der nächste: Die Elite zerstört alles und sagt es auch, dass die Bevölkerung verringert werden muss. Leute, habt ihr ein Schulabschluss? Wart ihr in der Schule immer am Rauchen? Was ist mit euch los? Ihr seid so bildungsresistent. Ja. Ihr seid wirklich neugierig. Ja. Was ist das überhaupt? Jan, bist du da? Ja, ja, ich bin da. Ich habe ein Bild für dich. Du musst mir sagen, was du davon hältst. Warte. Okay. Okay. Ich mach's jetzt groß. Ja, Moment. Ich muss erstmal, ob das. Na, warte. Ja, mach mich mal groß. Moment. So. Ich mach das aber auch wieder weg, weil ich will nicht gesperrt werden. Aber ich habe das, kann ich kurz reinmachen. Ich weiß das. Warte, Moment. Hier haben wir es. Kian, was hältst du von dem Bild? Aha, das Bild habe ich auf Facebook gelesen. So, ja, ja, genau. Hamas ist Ratten in Tunneln. Ratten in Tunneln. So. Ralle, ich entschuldige mich. Ralle meinte das mit Worthülsen auf die anderen, nicht auf uns. Entschuldige bitte. Kann man. Guck mal, 108 Teilungen. Ich sag dir doch, das geht schnell. Das wird immer weitergehen. Und später, das kommt schon, das geht schon. So, Leute, genau, sehr gut. Ich bin so schlecht im Moderieren. Du bist einfach perfekt, Löwenherz. Ich brauche dich. Naja, ich mache das ja auch schon seit 5 Wochen und habe mein halbes Gehirn dadurch verloren. Deswegen, das ist halt nicht so. Deswegen bin ich lieber mit Kian live, weil da ist es ein bisschen ruhiger. Zwar auch Gehirnakrobaten, aber du musst überlegen, ich habe das 4 Wochen 15 Stunden am Tag gemacht, wo Leute durcheinander geschrien haben. Da verlierst du alle jegliche Gehirnzellen. Richter hat 60 Mal geteilt, super. Genau so, Leute, weiter. So, Leute, ich komme später wieder, wenn ihr bei 120 Teilungen seid. Ja. Also, bisschen zackig. Genau. Geht mal Vollgas. Genau. Der nächste kommt hoch bei 55.000. Ja. Und so, natürlich muss ich auch zwischendurch, ich kann jetzt natürlich jetzt nicht bis von 4 bis, sage ich jetzt mal, 1 Uhr machen. Ich muss zwischendurch auch mal eine Stunde essen oder so, ne? Also, wie gesagt. Vater, grüß dich, mein Lieber. Danke, Mario. Genau. Ja, Kian, aber wie gesagt, wenn du Lust hast, heute Abend noch 1-2 Stunden, können wir es gerne machen. Ja, machen wir heute Abend. Danke für die ganzen Geschenke. Ja, genau, du hast mir das jetzt auch, Kian, du hast mir das jetzt eine Woche versprochen, irgendwann müssen wir das jetzt noch machen. Meine Batterien waren total alle. Also ich verstehe das. Wir werden auf meiner Hochzeit ein schönes Schweineschnitzel essen und ein Bierchen trinken. Wow. Haram machen. Wow. Ja, ein so Haram machen. Nach dem anderen. Ein Haram nach dem anderen. Svetlana, bist du noch da? Ich schließe mich noch. Leute, mach mich mal wieder klein. Ja, genau, ja. Weil ich habe nur noch den Account, wo ich live gehen kann. Deswegen will ich jetzt nicht gesperrt werden, weil man weiß ja nicht, wie TikTok reagiert. So. Ja, ja, wir machen jetzt mit Kian weiter, dass er uns ein bisschen aufklärt, weil ich muss später auch aufhören. Ich das müsste eigentlich vor einer Stunde aufgehört haben, aber ich habe meinen Ehemann dazu verdonnert, Kind abzuholen, weil ich... weil ich seine gute Mutter bin. So, aber ich sehe jetzt gerade, meine Frau ist schon am Arbeiten. Ich kann die nicht alleine arbeiten lassen. So, Leute, ich bin später wieder da. Ich muss jetzt erst raus. Ja, rausgehen. Bis später. Dankeschön, bis später. Ciao, ciao. Leute, alle teilen also und liken. Nur noch ein bisschen liken. Und ich werde zwischendurch reingehen. Wenn jetzt in den nächsten 10 Minuten keine 120 Teilungen sind, dann komme ich heute Abend nicht. So, Abfahrt. Abfahrt und los. Und okay. Danke
für die ganzen Geschenke an Kian, an mich, an Svetlana, an Löwenherz, an alle. Ich danke euch vom ganzen Herzen und wir machen jetzt weiter mit unserer Diskussion. Ich erinnere euch, es geht um die Unterstützung, um 100%ige Unterstützung für Israel, für das israelische Volk, auch für die Juden, auch für die Juden in Deutschland. Es geht aber auch um Deutschland. Es geht um Schutz in Deutschland, dass Deutsche sich zu Hause in Deutschland als Deutsche wohlfühlen und auch hier wieder deutsche Tugenden herrschen, kein Kalifat, kein Scharia. Und es hat alles was miteinander zu tun. Also wir sind 100% für Israel und 100% für Deutschland. Und in Israel am 7. Oktober ist etwas Grausames geschehen. Und nie, Kian, nie kommt jemand zu mir oder zu Svetlana rein von denen und sagt, es tut uns schrecklich leid, da wurden Menschen umgebracht. Da ist das ganz Schreckliches passiert. Die sagen immer nur, aber die Vorgeschichte, aber, oder die sagen, ja, es war schlimm, aber, ja, und legitimieren das. Und das, was wir mit dir mal besprochen haben, ich weiß, du kannst nicht alles sagen, aber vielleicht ein paar Sachen über diese gesellschaftliche, miserable Lage. Ja, also eine Sache ist doch ganz klar. Die Juden fallen deshalb in Deutschland nicht auf, weil sie in der Mehrheitsgesellschaft einfach abtauchen. Zudem haben wir auch keine schlecht ausgebildeten jüdischen Menschen, sondern wir kriegen die jüdische Intelligenza sehr oft. Sehr oft sind es kluge, gut ausgebildete Menschen in Kunst, Kultur und so danke, weiter. Danke, Kian, danke, danke. Ich fühle mich angesprochen. Ja, so ist es. Also das ist die Realität. Dann ist das auch eine Mentalitätsfrage. Ja, wenn wir feststellen, dass sehr viele Muslime aus der Rolle fallen in der europäischen Gesellschaft, dann liegt es daran, dass diese Menschen aus gewalttätigen und zivillosen Staaten kommen. Sie kommen aus islamischen Diktaturen. Sie sind faktisch mit Auge um Auge, Zahn um Zahn groß geworden. Sie kommen aus Gesellschaften, in denen es keine Exekutive, keine Judikative gibt und so weiter und so fort, in denen es keinen funktionierenden Staat gibt. Sie kommen aus rauen und rohen Gesellschaften. Und wie immer und wie alles im Leben hat immer etwas eine Wirkung auf einen Menschen. Die Sozialisierung kommt immer einher mit diversen Elementen. Und eines dieser Elemente ist der Islam. Und ich als ehemaliger praktizierender Muslim, der 2017 den Islam verlassen hat, der kann ganz genau sagen, welchen Einfluss der Islam auf meine Denkweise, auf meine Mentalität gehabt hat. Und der Islam ist keine Religion, der Menschen friedlicher macht. Und deswegen sind die islamischen Gesellschaften auch so überwiegend gewalttätig und so rückständig, weil der Islam kein Garant für Frieden und Fortschritt ist. Und deswegen macht es Menschen auch primitiv. Und diesen Zorn bringen sie mit. Juden bringen diesen Zorn nicht mit. Ganz im Gegenteil. Schaut euch mal an, was passiert ist. Jan, Juden, Jan, ja, bitte. Mein Lieber, ich will dich nicht unterbrechen. Ich weiß, du magst es nicht. Ich muss jetzt auch ganz kurz, Leute, das ist sehr, sehr wichtig. Alle 67 Leute, die hier drin sind, schon mal folgen. Das ist mein dritter Account, den habe ich gerade erstellt. Es wäre mir sehr, sehr wichtig, dass es hier LWN Herz, genau, da ist ohne Ö, genau, Löwenherz 93, dass ihr da schon mal alle, die uns unterstützen, mich unterstützen, Kian unterstützen, die Arbeit unterstützen, alle 60, die hier drin sind oder mindestens die Hälfte, dass ihr schon mal alle folgt, euch einen Screenshot macht und dem Account alle folgt, das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig, genau, dass wir den schnellstmöglich hochkriegen, das wäre super. Ich danke euch dafür schon mal, genau, noch 30 Sekunden, Kian, hast du noch 30 Sekunden, dass wir das noch kurz 30 Sekunden drin lassen. Ja, na, lass es. Ja, genau. Ich habe keinen Anna, musst du Anna sagen. Ich habe keinen Einfluss drauf. Nö, alles Kian, gut. Nur Kian kann ja ruhig weitersprechen. Ich werde es nach 30 Sekunden wieder klein machen und Kian ja, groß machen. Ich gehe jetzt gleich raus. Leute, macht mal eine einzelne Chat, wenn ihr das habt. Wenn ihr folgt, genau, das wäre mir persönlich sehr wichtig. Wenn ihr euch das jetzt gemerkt habt, wenn ihr da alle folgt, da sind wir dann auch live. Genau, danke. Genau, perfekt. Wenn ihr mir da alle durchfolgt, genau, sehr gut. Danke, Leute. Das wäre super. Und genau, unterstützt mit ein paar Herzen, ein paar Geschenken, weil er macht sich sehr, sehr viel. Genau, weil Kian muss ja auch seinem Ruf gerecht werden, dass er ein Zionist ist und vom Mossad bezahlt wird. Also zeigt ihm mal. Ne? Ich wollte gerade sagen, Millionen. Kian ist eben sehr pro Israel. Ja. Er muss also viel Geld verdienen und nur danke, wegen Leute. Des Geldes ganz da stark. Sein. Schäkel alleine reichen mir nicht. Dann komme ich später nochmal. Danke, Leute. Jetzt macht euer Programm weiter. Ich wollte das nur einmal zeigen. Das war mir persönlich wichtig, dass das ein bisschen nach oben geht. Danke. So, vielen Dank. Jo.
Kian, du bist stecken geblieben bei Zivilgesellschaft und keine zivilen Gesellschaft aus Diktaturen kommend. Oh, gut. Kian hat ein schönes Geschenk bekommen. Das war hübsch. Vielen Dank. So, diktatorische Gesellschaft im Islam und genau. Ja, zivile Gesellschaften, hast du gesagt, und dass die Juden und die Israelis, aber auch die Juden an sich gut ausgebildet sind, während ja die Menschen aus muslimischen Ländern leider nicht wirklich nach Bildung, Allgemeinbildung, wie wir sehen hier auch. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt keine gut funktionierenden Universitäten. Es gibt fast 2 Milliarden Muslime und sie haben gerade mal 8 Nobelpreisträger hervorgebracht. Die Juden sind ungefähr 15 Millionen auf der Erde und sie haben ungefähr 360 Nobelpreisträger hervorgebracht. Jetzt werden natürlich böse Zungen sagen, die Juden verschenken sich diese Preise untereinander selber. Ist doch klar. Das ist halt eben diese antisemitische Propaganda. Die Tatsache aber, dass so viele schlaue Köpfe unter ihnen sind, dass sie gewusst haben, dass Innovation und Fortschritt und dass vor allem auch der Schutz ihrer Gemeinschaft nur erreicht werden kann, wenn es dem jüdischen Volk im Durchschnitt sehr gut geht. Das war eines der Gründe, warum Juden sich auch sehr viel auf Business eingelassen haben, weil das war der einzige Garant, dieses geplagte Volk von einem Jahrhundert ins nächste Jahrhundert sicher zu bringen, einigermaßen sicher zu bringen. Ja, und das ist auch der Grund, warum übrigens auch Israel entstanden ist. Dieser Völkerneid auf die Juden, ja, der Neid, dass sie eine kleine, aber sehr erfolgreiche Gemeinschaft waren, hat ihnen so viel Ärger eingebracht. So viel Ärger eingebracht. Und egal wie gut sich Juden integriert haben, ganz besonders als die nationale Staatenbildung angefangen hat, das war ja eine französische Idee. Durch die französische Revolution wurden faktisch die Fürstenhäuser in Europa einer nach dem anderen klein gemacht. Und dann haben die Völker langsam eine Sehnsucht verspürt auf eine nationale Identität oder Staatenbildung. Und im Rahmen dieser Staatenbildung wurden die Juden plötzlich in vielen Teilen Europas, wo sie zu Hause sind oder zu Hause waren, wurden sie plötzlich Fremdkörper. Man muss sich mal vorstellen, wie lange es Geschichte von Juden in Deutschland gibt. Ja, 1700 Jahre lassen sich die ersten Spuren jüdischen Lebens in diesem Gebiet Germanien nachtracken. Ja, und trotzdem in 1700 Jahren gab es so viele Probleme zwischen dem deutschen Volk und dem jüdischen Volk. Was viele nicht verstehen, ist, dass die Juden ein Volk sind. Sie sind keine Religionsgemeinschaft. Und die meisten Juden, die in Israel leben, sind auch Zionisten. Es wäre absurd zu glauben, dass die meisten Juden, die in Israel leben, irgendein Problem mit dem Zionismus hätten, weil dann würde es keinen Sinn machen, dass sie in diesem zionistischen Gebilde leben. Also nicht jeder Jude ist ein Zionist, aber alle Zionisten sind Juden und das muss man einfach begreifen, wenn man so wie nicht alle Terroristen Moslems sind, aber alle so wie nicht alle Moslems Terroristen sind, so. Aber ja. Alle Terroristen sind Moslems, ja. So sieht's aus. So sieht das aus. Und genau das ist der Punkt. Und wir dürfen diese Sache einfach nicht ausblenden. Wir müssen also begreifen, dass es im Grunde genommen nur darum geht, dass, wenn ich mir die Geschichte ansehe, 1400 Jahre Judäophobie, die direkt aus dem Islam kommt, 2000 Jahre christlicher Antisemitismus, der Vorwurf, die Juden hätten Jesus Christus getötet. Und dann die Fantasie, die sich dadurch entwickelt hat, ja, diese Wut auf die Juden, die dann einen Kanal geschaffen hat, Behauptung aufzustellen, die Juden trinken das Blut von kleinen Kindern und der Aderlass ist ein dämonisches Ritual und so weiter und so fort. Das alles hat dazu geführt. Und dann natürlich der weltliche Antisemitismus, der nicht auf religiöse Behauptungen fußt, sondern einfach die Juden, die wollen die ganze Welt erobern oder die Juden halten die ganzen Banken unter Kontrolle. Und so weiter und so fort. Wenn ich Jude wäre und ich würde hören, dass mein Volk die Welt besitzt,
Also ich wäre geschmeichelt, nicht mal angewidert. Ich wäre echt geschmeichelt. Ich würde sagen, wow, ihr traut mir aber echt was zu. Ja, von den 15 Millionen sind so viele einfache Juden darunter. Ja, das heißt also, von den 15 Millionen müssen nochmal Abstriche gemacht werden von weiß der Geier wie vielen Millionen. Das heißt, nur eine kleine Kaste von Juden soll angeblich die ganze Welt kontrollieren. Ich meine, wie viel feuchte Träume muss man bekommen, um überhaupt sich so etwas auszumalen? Ja, also wirklich total entsetzlich. Total entsetzlich. Und das hat die Juden dazu gebracht, dass sie gesagt haben, Schluss aus. Es wird Zeit, dass wir unseren eigenen Nationalstaat bekommen, in dem wir uns verteidigen können, in dem wir uns zurückziehen können. Als hätte Theodor Herzl gewusst, dass 100 Jahre später ein entsetzliches Massaker, ein Völkermord an den Juden praktiziert werden würde, das diesen Staat so notwendig macht. Ja, und deshalb denke ich mal, es ist wirklich, 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 wirklich wichtig, dass wir begreifen, warum es zu dieser Staatsgründung Israels gekommen ist. Wegen der 2000 Jahre Verfolgung durch den christlichen und den islamischen Antisemitismus, aber auch dem weltlichen Antisemitismus. Ich gebe jetzt dir eine kurze Pause, Kian, damit du was trinken kannst, und gebe an Svetlana das Wort und dann an Stefan. Weil Svetlana, kurz erkläre uns das Bild, was du gestellt hast. Also das ist ein Bild von einem Kinderzimmer. Es ist nicht ein einziges Bild, der am 7. Oktober so entstanden ist, dass es praktisch in verschiedenen Kibbutzen so überall ausgesehen hat. Bis auf andere Häuser, die total niedergebrannt worden sind mit Bewohnern innen das drin. Das ist das Harmloseste. Wir können halt das auch wir nicht. Wir können leider zeigen. Hier Bilder nicht hochladen, die das wir sehr gerne zeigen würden. Was ihr seht. Es gibt sehr viele Aufzeichnungen und ich bitte jetzt wirklich jeden Einzelnen, der an den 7. Oktober nicht glaubt oder zweifelt, oder das irgendwie verharmlosen möchte mit den Geschichten, was mit 75 Jahren und so weiter, das möchte ich jetzt nicht populisieren. Bitte, geht in den Telegram, das ist jetzt wirklich überall in verschiedenen Kanälen, es gibt deutsche Kanäle, gibt es auch russische, gibt es in jeder möglichen Sprache, selbst Hamas postet das und prallt damit mit den Sachen, die die am 7. Oktober gemacht haben. Schaut euch das an. Schaut, die zum Beispiel psychische da Probleme haben. Das sind verstörte Bilder. Das sind verstörte Bilder, aber die Videos, beziehungsweise ich habe auch Videos, aber die Videos, die sind grausam. Und ich hatte suizidale Gedanken, als ich das erste Mal das gesehen habe. Und da sind auch tote Kinder dabei. Aber die echten, also die ganz grausamen Vergewaltigungen und wo Augen ausgestochen werden mit eigenen Küchenmessern, die sind ja eingebrochen, haben Gabeln genommen von den Menschen und Küchenmesser und haben voreinander den Kindern und den Eltern das angetan. Das kann man so nicht herausbringen. Und Israel ist nicht so barbarisch wie Palästinenser, die gehen damit nicht an. Die zeigen das nicht, ohne dass die Verwandten das nicht erlauben. Und die Verwandten erlauben natürlich nicht, dass deren verstorbene geliebte Menschen ja zur Schau gestellt werden in so einem schrecklichen Moment. Ich würde es auch nicht wollen, um Gottes Willen. Und Aileen, du bist eine Frau. Wie kannst du sowas überhaupt schreiben? Und dann sagt ihr, Islam sei eine friedliche Religion, dann eure Kultur, was präsentiert ihr denn da? Ich wollte jetzt Svetlana nicht unterbrechen, aber anhand von an die Deutschen, an die adäquaten Muslime, an alle Menschen, die uns hören, wenn ihr eure Kinder und euch selbst nicht in dieser Situation vorfinden wollt, dann hört auf, das zu dulden oder das zu verteidigen und diese schreckliche Fanatiker hier zu akzeptieren. So, ich schweige, ich gebe jetzt an Kian, an Svetlana, wir haben noch Stefan hier, der ist neu dazu gekommen, vielleicht gibt dem auch mal Platz und schweige jetzt wieder. Aber ich möchte, dass wir das Bild behalten, ich werde gleich noch weitere finden. Nicht, dass wir gesperrt werden, so meine ich das. Ich meine, das ist einfach mal Unordnung, ne? Sagen wir mal so.
Da ist ja nichts. Ja, wir versuchen. Ich will nicht gesperrt werden. Ich versuche jetzt gleich was zu finden. Ja, da schreibt schon jemand alles Ketchup, das Rote auf dem Bild, oder? Es ist nicht wie bei Bollywood. Es ist nicht wie bei Palästina. Da gibt's tatsächlich Ketchup, falsche Namen etc. Das ist leider echtes Blut. Und ich kann euch Videos zusenden, wo Menschen in Stücke gerissen werden. Aber wenn ihr krank seid, ja, psychisch, und das, was Kian vorher angesprochen hat, wenn ihr aus, wir sind ja eine zivile Gesellschaft, wenn ihr nicht zivilisiert seid, dann werden solche Grausamkeiten für euch nicht schlimm genug sein oder ihr werdet es genießen, weil manche Männer mochten es, tote Frauen zu vergewaltigen. Die sind blaue Engel. Also es ist schon ziemlich dreist, nach Beweisen zu fragen, wenn da draußen hunderte von Videos zirkulieren. Ich bin auf 5 oder 6 Telegram-Gruppen, wo nur solche Videos ausgetauscht werden. Ja, und natürlich, wir können Dschihadis wie dem IS oder Al-Qaida oder Islamischer Dschihad, Hamas und wie sie alle heißen, ja, wir können denen natürlich selbstverständlich, könnten wir nie von ihnen erwarten, dass sie irgendjemanden den Kopf abschneiden oder foltern. Das ist überhaupt nicht möglich. Sie haben diese Bilder und Videos ja selbst veröffentlicht. Die haben das erst nachher runtergemacht. Ja, mit ihren GoPro-Kameras haben sie das alles aufgenommen. Ich habe selber gesehen, wie die Hamas in diese Kibbuze reingegangen ist. Und dann saß ein älteres Ehepaar. Ja, das konnte man sehen. Der hatte so eine GoPro-Kamera an und die hat genau in diese Richtung von dieser Tür da gefilmt. Und dann hat er seine Kalaschnikow da hingehalten, von draußen 20, 30 Meter weg. Die armen Leute da drin haben nicht mal mitbekommen, was los ist. Die saßen beim Essen und dann schießt er da durch die Tür. Das war so ein Fliegengitter, deswegen konnte man dahinter sehen, was da los ist. Und der Mann schreit auf, während er isst und fällt dann nach hinten runter und dann knallen sie die arme Frau dort ab. Ja? Also die Entsetzlichkeit, mit der diese Primitiven, diese, ich nenne sie immer, sie sind eine neue Spezies für mich. Diese Muslimsorte ist für mich eine neue Spezies. Ich nenne sie Homo Islamicus Idioticus. Ja, und sie sind eine völlig neue Spezies. Ja, eine völlig neue Spezies. Und sie sind weder Tiere noch sind sie Menschen. Sie sind irgendetwas dazwischen. Weil so eine Brutalität, das schaffen nur ganz wenige. Und dazu zählt selbstverständlich auch die islamisch geprägten Menschen, die alle, besonders die Devoten, die Religiösen, die wirklich religiös sind. Das sind alles religiöse Monster. Ja, da dürft ihr wirklich, also keinem praktizierenden Muslim dürft ihr vertrauen. In 10 Minuten Kreuzverhör und ihr merkt, dass sie religiöse Monster sind. Kian, lernt ihr eigentlich die muslimischen Fangfragen in der Moschee oder warum kommen die ganze Zeit Muslime mit irgendwelchen schlechten Fangfragen und Vergleichen? Ja, die sind halt eben, die sind in ihrer eigenen Bubble und da fühlen sie sich wohl und sie sitzen in ihrer Echokammer und wenn sie da rumschreien, hallo, dann kommt es natürlich nur auf sie zurück. Sie brechen nie daraus. TikTok und all die anderen Social Media Plattformen sind die ersten Berührungspunkte mit der Außenwelt. Ja, sonst kommen sie ja gar nicht mit dieser kritischen Außenwelt in Verbindung. Und innerhalb ihrer Bubble versuchen sie immer so die gleichen Sprüche da rauszuhauen. Und das ist, aber es funktioniert nicht mehr. Weil die Internetwelt bricht ihre Argumente einfach auf. Perfekte Religion, perfekter Gott, perfekter Prophet. Das geht alles kaputt, das geht alles den Bach runter, weil das Wissen aus dem Internet prahlt auch auf die Muslime. Und ich habe viele Muslime fallen sehen, ja, also wirklich fallen sehen. Wo ich gläubige Freunde von mir damals, die heute überhaupt keine praktizierenden Muslime mehr sind, die das aufgegeben haben. Die ahnen gar nicht, was für ein Beben durch ihre Gemeinschaft gerade sich zieht. Ja, Kian, es sterben gerade in Gaza viele Homo Islamicus Idioticus, aber nicht so viele, wie behauptet wird. Die Zahlen sind alle von der Hamas. Hamas hat natürlich den Propagandakrieg komplett hochgeschraubt und das Erschreckende ist, dass der Mainstream mittlerweile pro Palästina ist durch diese ganze Propaganda, genau, was da abläuft. Wir haben niemals im Leben 20.000 tote Kinder. Also das ist komplett übertrieben. Das ist Bullshit. Ich will die Zahlen nicht kleinreden. Aber wir haben vielleicht ein paar, ja,
die halt eben entstehen im Krieg, wie eben auch auf der anderen Seite. Aber wir haben schon genug Versuche hochgenommen, wie versucht wurde, Pollywood-Propaganda zu betreiben, wie kleine Kinder geschminkt wurden und hochgehalten wurden. Das hatte Israel schon 1987, hat Israel schon gesagt, das ist ein gigantisches Problem in diesem großen Propagandakrieg. Die Palästinenser sind natürlich gegenüber so einem Militärapparat wie Israel völlig ohnmächtig. Also greifen sie selbstverständlich auf diese Pollywood-Propaganda zurück. Der einzige Weg, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Ansonsten können sie das nicht. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Und das ist der große der große Fehler, den viele Muslime machen und Pro-Palästina-Unterstützer machen. Ohne den Iron Dome, ohne die Wachsamkeit der israelischen Armee und des Verteidigungsministeriums, hätte es genauso viele Tote gegeben, wie die Palästinenser den Israelis vorwerfen zu produzieren. Ohne den Iron Dome, wir hätten es in der ersten Nacht wahrscheinlich schon Tausende von tote Israelis gegeben, wenn 5000 Raketen wirklich runtergegangen wären. Und dann Folgeraketen immer wieder. Darf ich dich mal unterbrechen? Ich habe ein Video dazu. Wir haben noch Stefan da. Stefan wartet auch lange auf sein Wort. Also ja, Stefan, ganz schnell zu dem Bild und dann, also am 7. Oktober wurden 3000 Bomben, also Raketen auf Israel gefeuert. Nehmen wir an, eine Rakete nimmt 3 Israelis mit, ne? Ja. Nehmen wir mit einer geringeren Anzahl. Also das heißt, 3000 Raketen ergibt sich dann 9000 Tote an einem Tag. Richtig. Insgesamt, nur in einem Oktober wurden nun 9500 Raketen abgefeuert. Und nur dank dem Iron Dome gibt's nie so viele Verletzte. Und wir wären im Oktober bei 28.500 Menschen wären tot. Richtig. Und das ist der Unterschied, ja. Die Hamas liebt ihre Shohada, ihre Märtyrer, und Israel möchte halt eben ihre Menschen geschützt sehen. Das ist der Unterschied. Die einen lieben den Tod und die anderen lieben das Leben. Und deswegen beschützen sie auch das Leben. Ja, das, und was viele nicht verstehen, wir sehen jetzt eine große Welle von Flüchtlingen aus Gaza. Aber die Tatsache aber, dass über 250.000 Israelis auf der Flucht sind. Das ist Bollywood, ja. Ja. 250.000 Israelis mussten aus der gesamten Region fliehen und sind jetzt in anderen Teilen von Israel. Also es gibt auch eine große Flüchtlingswelle auch innerhalb von Israel. Ja, es betrifft beide, aber die Schuld hat eindeutig die Hamas, denn Israel hat den Konflikt nicht angefangen. Stefan, möchtest du endlich was sagen? Komm, Stefan. Ja. Du bist sehr geduldig. Willkommen. Ich unterbreche so ungern. Nein, nein, fühl dich frei, mein Freund. Ja, wie gesagt, erstmal Grüße an die kleine, aber sehr unterhaltsame Runde hier. Servus, Kian. Wir zwei kennen uns ja persönlich. Genau. Und von dem her, wie gesagt, ich kann mit Kians Wissensstand überhaupt nicht mithalten. Ich halte mich immer an die Fakten, die sich mir einfach im Alltag und auf der Straße begegnen. Und ich denke mir immer wieder, woher nehmen Leute, die einfach fast schon reaktionär Hamas bzw. Palästinenser unterstützen, sich das Recht zu glauben, dass das Recht grundsätzlich auf ihrer Seite wäre. Allein immer dieses martialische Auftreten von diesen Leuten, nicht nur auf Demos, sondern generell, Kian, wir kennen es ja von Kundgebungen, wenn sie immer ihre Palästina-Fahnen wehen, schon vor Jahren war das so. Und wie dermaßen fanatistisch und hasserfüllt sie immer reagieren, sobald sie auch nur eine Israel-Fahne sehen. Und dann jedes Mal die Versuche, diese Fahne zu stehlen und zu zerstören, das zeigt mir allein immer, von wem wirklich die Aggression und der Hass kommt. Habt ihr jemals einen Israeli gesehen, der eine Palästina-Fahne klaut oder zertrampelt oder sonst irgendwas? Also gerade auch hierzulande, ich habe noch nie einen gesehen. Und Gelegenheiten waren mehr als genug, da gerade in den letzten Wochen. Und diese Einseitigkeit in meiner Betrachtung zeigt mir einfach auch ganz klar, warum sollen ich jetzt auf einmal mit den sogenannten Palästinensern so viel Mitleid haben, wenn sie sich allein hierzulande aufführen wie Barbaren. Ja,
Absolut. Übrigens, der Uster möchte wieder hoch, nur mal so als Info. Wäre gut, wenn wir auch eine Gegenstimme hier hätten. Ja, ich dachte, bei 55.000 Likes nehmen wir wieder Gegenstimme. Aber wenn du sagst, ich nehme den jetzt und werde versuchen, also Uster, ich nehme dich jetzt hoch, aber bitte, du kannst aussprechen, wenn Kian, Svetlana, Stefan, Bobby, wenn jemand spricht, nicht unterbrechen und nicht sagen, dass jemand hier die Wahrheit nicht sagt, etc. Weil wir sprechen nur fundiertes Wissen und keine Hetze. Komm da rein, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo. Grüß dich. Hi. Hi. Ich wollte nicht unterbrechen, ihr könnt ja erstmal weiter sagen. Ich kann ja dann meinen Teil später dazu beibringen. Naja, was ich dich eigentlich, Uster, fragen möchte, du hast ja gesagt, du musst kurz gehen zum Gebet. Das heißt also, du bist ein praktizierender Muslim. Richtig. Genau. Ich frage mich immer, warum Muslime sich in diesen Konflikt einmischen, die zum Beispiel keine Araber sind. Guck mal, das ist jetzt wieder Fehlinformation in Anführungsstrichen. Es spielt doch die Nationalität keine Rolle, welche Religion ich betreibe. Nein, warum bist du überhaupt, du bist ja pro-Palästina, warum mischst du dich in diesen Konflikt ein, wenn der Koran, also dein Buch, voll auf der Seite der Israelis steht? Ist das so? Also mein Buch, das, was ich gelesen habe, sagt, dass ich jeden unterdrückten Menschen helfen muss. Ah, das sagt der Koran aber nicht. Dann lest mal Sure 5, Vers 20 bis Vers 22. Ja, dann sag's mir doch. Ich bin über deine Informationen jetzt mal gespannt, weil mein Koran sagt mir ganz klar, dass ich verpflichtet bin, jeden unterdrückten Menschen, wenn ich die eine Unterdrückung sehe, ihm helfen zu müssen. Mhm. Okay, so. Gut. Also, okay. Wenn du eine andere Info hast, wäre ich gespannt. Habe ich dir gegeben, ich habe dir eine Quelle gegeben. Sure 5, Vers 20 bis 25 oder 24. Auf. Vielleicht liest du es ja selber vor, damit die Leute nicht sagen, oh, Kian hat es erfunden. Sure 5, Vers, was sagtest du? Vers 20 bis Vers 24. So, Vers 20 fangen wir mal an. So, Allah ist eigentlich Vers Jude 20. und unterstützt die Israelis. Du, und Allah ist Transjordanier. Allah ist jetzt genau. Kein Jude, sondern Allah ist Allah, er ist der Schöpfer und er unterstützt jeden guten Menschen. Er macht keine Differenz. Religion, nicht in unserer. Was nicht in unserer? Das habe ich nicht verstanden. Allah ist für mich ein babylonischer Rachegott, mehr nicht. Ja gut, das ist ja deine Auslegungssache. Also, ja, das ist meine. Ich glaube auch, Anna, jedes Mal, wenn ich kurz weg bin, das heißt, ich suche Bild aus, du schaltest mich immer wieder weg. Allah ist dein transarabischer Mondgott. Mehr nicht. Das war er ja auch. Allah war ja der Mondgott, bevor er der Hauptgott der Araber wurde, war ja einer von vielen Göttern. So, dann lest mal Sure 5, Vers 20 bitte für mich. Ja. Danke. So, und als Musa zu seinem Volk sagte, oh mein Volk, gedenket der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemand anderen der Weltenbewohner gegeben hat. Richtig. So, das ist, also wenn du das Tafsir von Ibn Kathir dir anschaust, dann wird er sagen, dann wird er bestätigen, dass Allah die Juden auserwählt hat. Dieser Vers spricht davon, dass die Juden auserwählt sind. Der Anspruch, den die Juden haben, das auserwählte Volk zu sein, das bestätigt auch der Koran. So. Ist richtig, ja. So, jetzt kommt der Vers 21, der ist entscheidend. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken denen, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. So sieht's aus. So, hier sagt Allah ganz deutlich in Sure 5, Vers 21, dass die Juden in dieses Land gehen dürfen, in dem sie heute sind. Und wenn du noch etwas weiter liest, dann wirst du sehen, die Juden zögern. Die sagen, aber wir können da nicht hingehen, weil da lebt ein sehr kriegerisches Volk. Und dann kriegt die Juden die Anweisung, geht hin, vertreibt sie.
Kian, macht sie fertig. Das Problem ist, was wir jetzt haben, ist, dass du jetzt grundsätzlich, also nochmal, ich bestreite ja nicht mein eigenes Buch, aber dieses Buch gilt ja nicht in Anführungsstrichen alleine den Muslimen. Dieses Buch gilt ja für alle Menschen der gesamten Menschheitsgeschichte. Lass mich doch aussprechen. Danach kannst du doch dein Gegenargument. Islam für sich doch Konversation. Ich habe dir zugehört. Oster, du bist jetzt leise, weil der Kian redet jetzt. Ja, der ist ja auch wie ein Host. Deswegen bitte lass mal Kian jetzt antworten. Wir haben jetzt genug muslimische Propaganda von dir gehört. Danke, Bobby. Danke, dass wir ein religiöses Monster im Stream haben, ein praktizierender Muslim. Bitte schön, Kian. Okay, Oster, dann, wenn du behauptest, dass es diesen Anspruch gibt, bitte, dann erzähl weiter. Wir gehen davon aus, der Koran ist für alle da, ja, was er nicht ist. Und ich werde dir das auch beweisen mit anderen Koranversen. Aber weiter, bitteschön. Bring deine Erklärung, dann bringe ich meine. Oster. Bitteschön. Oster, du kannst deine Argumentationskette weiter. Ach, entschuldige, ich wurde stumm. Nein, ist kein Problem, du warst stumm geschaltet, kein Problem. Also, es ist in meiner Definition und für die Definition vieler, die ich kenne, ist es relativ einfach. Der Islam ist für die gesamte Menschheit, ausnahmslos in der gesamten Menschheitsgeschichte. Der Judentum sowie der Christentum sowie auch der Islam sind Wort Gottes in der Weiterführung. Der Siegel der Religion Allahs, Gottes, nennt es ihn, wie ihr wollt. Wir nennen ihn Allah und selbst die Araber und selbst die Israelis nennen ihn ja in ihren aramäischen Büchern Allah. Ist nichts anderes als eine einzige Religion, die einem Gott dient. So, und jeder Christ bestätigt dir das, jeder Jude bestätigt dir das. Natürlich gibt es jetzt die Definition Schwierigkeiten in Form von, der Judentum wurde zuerst geschickt, wurde dann der Christentum geschaffen durch Jesus und kam dann der Islam. Basieren aber alle auf denselben Schöpfer und auf denselben Autor. Das ist Allah, das ist Gott, der eine einzige, der Schöpfer für alle. Und wenn wir, und das können wir nun, ob man jetzt gläubig oder ungläubig, ob man Christ, Jude oder Muslim ist, ja nicht verleugnen. Es gibt nur einen Gott als Gläubiger. Auslegung deiner Sekte. Das ist nur die Auslegung deiner Sekte. Das hat nein, das ist auch die Auslegung. Das ist deine Auslegung, mein lieber Freund. Das ist totaler Quatsch. Jude bestätigt doch, dass es nur einen Gott gibt. Ich bestätige Christen, gar nichts. Ich bin Atheist, also ich bestätige es schon. Ich sage doch, alle Juden und alle Christen bestätigen, es gibt nur einen Gott, den wir dienen müssen. Aber nicht Allah. Allah ist Gott. Nein, Allah ist der falsche Gott. Oster, warte mal kurz. Das ist doch jetzt, Oster, das ist doch Kindergarten, wenn du sowas sagst. Oster, warte mal ganz kurz. Die Sache ist die, wie gesagt, du betrachtest als gläubiger Moslem die ganze Welt durch deine Augen und durch deine Religion. Das tun aber halt eben auch Milliarden Menschen auf dieser Erde eben nicht. Und auch andere religiöse Menschen sehen ihre Religion durch ihre Augen und nicht durch deine. Das ist das Problem. Und vor allem ein sehr großes Problem, was ihr Muslime habt, ist, ihr bezeichnet sehr oft immer unsere Länder, also die europäischen, als christliche. Auch das ist so nicht richtig, weil es gibt de facto kein christliches Land. Wir sind Christen geprägt. Wir haben eine christliche Tradition, aber unsere Staaten, unsere Länder sind nicht christlich an sich, sondern wir haben meistens demokratische Parlamentarien, die wo durch weltliche Gesetze bestimmt sind und nicht durch religiöse. Das ist im Islam anders. Es gibt islamische Länder, aber es gibt keine christlichen. Bravo, Stefan, weil wir leben nach dem Grundgesetz und nicht nach den Religionsbüchern. Und genau. Ich zwinge dir nicht auf, an Jesus zu glauben oder an den Sohn Gottes und nicht, sage dir nicht, nein, nicht Allah, Sohn Gottes, aber du sagst, ja, Allah ist ja Gott. Nein, Allah, das ist richtig. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Du sagst sogar, dass in Tora Gott als Allah bezeichnet wird. Das ist die größte Lüge, die ich jeweils gehört habe. Nein, jedes arabische, jede jüdisches Buch, was in Altarabisch geschrieben wird, wird Gott als Allah bezeichnet. Das jüdische Bücher sind nicht in Arabisch geschrieben. Das wirst du mir bestätigen können.
Nein. Habt ihr gesehen, dass der Chat weg ist? Habt ihr den Chat absichtlich ausgemacht? Ja, ich habe das ausgeschaltet. Ich habe Svetlana gebeten, aber damit... Aber das wirst du mir doch jetzt bestätigen. Moment, Uster. Du mach musst wieder bedenken, an, Svetlana, danke dir. Du musst bedenken, der christliche Gott von heute, der heißt Yeshua in der Bibel. Das hat nichts damit zu tun, dass das auch Allah oder so heißt, ja, nur weil in alten arabischen Übersetzungen der Allah auf, hieß. Unter anderem, ja. Ich weiß, dass Hashem. Der christliche Gott der Christen von heute anders heißt als Allah. Also hör auf zu lügen. Und das Nein, ist das ist nicht richtig, was du Ansicht, sagst. Also wenn du das dem das Vatikan ist noch nicht mal sagst, deine Ansicht, weil du bist gesteuert von einer Sekte, die dich indoktriniert hat. Ja, wir sind hier die Freidenkenden, Ungläubigen, mal, Kafirs, Kafirun. So aber so führt man ja keine Konversation. Also sei mir nicht böse, unterstellst mir etwas, ohne mich zu kennen. Ich sag dir aber Fakten auf. Und These und Antithese, also das solltest du auch wissen. Nein, ich akzeptiere ja auch eure Meinung, aber ich unterstelle euch nichts, ihr mir schon. Dass ich einer Sekte zugehöre, dass ich verblendet bin. Ich habe nichts davon Was euch gegenüber gesagt. Was ist denn der gesagt. Islam? Was ist denn der Islam? Eine Religion, eine Weltreligion. Ja, eine Sekte mit religiösen Nein, das Dogmen. Sagst du wiederum. Die Definition auf der ganzen Welt ich ist, kann mir Islam heute uns eine auch, Weltreligion Uster, ist. Uster, du unterstellst ja quasi uns auch, dass wir alle mehr oder weniger ja an den gleichen Gott glauben würden, nur dass er vielleicht bei dem einen anders heißt. Also jede Behauptung, die nein, in den nein, Augen nein, nein, anderer falsch ist, das, ist... Du verfälschst meine Worte. Ich habe dir gesagt, dass... Ja, du verfälschst auch unsere. Du verfälschst auch unsere. Du bezeichnest die Dinge mit deinen Augen und wir mit unseren. Alle Christen, alle Juden, alle Muslime, ich habe nicht gesagt alle Menschen, glauben an einen einzigen Gott. Das ist die Basis aller dieser drei Religionen. Das ist undiskutierbar. Nicht, weil ich Muslime bin, das wird dir jeder Christ sagen und jeder Jude sagen. Die Definition dieser drei Religionen, der abrahamischen Religionen, basieren auf den einen einzigen Gott. Ob du ihn jetzt Allah nennst, ob du ihn jetzt Gott nennst, ob du ihn jetzt wie auch immer nennst, das spielt ja erstmal überhaupt keine Rolle. Die Basis... Ja, aber warum sagst du dann, dass die Juden ihn auch Allah nennen? Jetzt widersprichst du dir selber. Weil es so ist, weil... Da, ja, ich widerspreche mir nicht. Das ist eigentlich mit der Gesamtsituation hier, zu tun. Auf was willst du eigentlich hinaus? Auf was willst du hinaus? Warum will ich auf etwas hinaus? Das verstehe ich jetzt deine Frage nicht. Uster, schau mal, hier sind auch... Oder will auf etwas hinaus, wenn er so anfängt? Sag mal, verstehst du deine eigene Interpretationsweise nicht? Kannst du überhaupt diskutieren? Er hindert uns gerade in der Aufklärung, indem er sagt, indem er irgendwelchen islamischen Unsinn hier in den Raum wirft und uns mit komischen Sachen konfrontiert. Ich habe jetzt noch gar nichts Islamisches gesagt. Ich habe hier nur darauf reagiert, dass Kian nicht gebetet hat. Wir sind hier da zur Aufklärung. Ja, wir wollen deinen islamischen Unsinn nicht hören, wenn er sich ständig wiederholt und du nicht in der Lage bist zu diskutieren. Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Koran die Kinder Israel oder die 12 Stämme Israels dabei unterstützt, ins gelobte Land zu gehen und sogar die einheimische Bevölkerung zu vertreiben. Also wenn die Palästinenser behaupten, sie seien Nachkommen der Kanaaniter, dann laut Koran dürfen die Juden das Volk der Kanaaniter, die sie ja tatsächlich auch von dort vertrieben haben, die vor den Juden tatsächlich auch in diesem Gebiet gelebt haben, durften sie vertreiben. Deswegen gehe ich auch auf keine biblische Argumentation darauf hin. Ich verteidige meinen Standpunkt nicht aus der Bibel. Ich sage nicht, weil sie das auserwählte Volk sind, sollen sie da hingehen. Das ist die Argumentation von frommen Juden oder von orthodoxen Juden. Ich habe sehr viele weltliche Gründe, warum ich sage, die Juden haben ein Recht, dort zu leben. Aber der Koran unterstützt die Muslime nicht bei ihrer Feindschaft gegen Israel. Im ganz im Gegenteil. Diese Koranverse, Sure 5, 20 bis 23, unterstützt faktisch die Juden in ihrem Recht, in dieses Gebiet zu gehen und sich dort niederzulassen, weil sie laut Koran eine Sonderstellung unter den Völkern haben, so wie die Juden. Es wäre so einfach Frieden zu machen. Einfach zu sagen, okay, wir gehen über in Friedensgespräche. Ja, die Emirate versuchen das jetzt so langsam. Aber einfach übergehen, zu sagen, hey, 85 Jahre ist jetzt Israel schon da.
wir können es nicht mehr ändern. Es ist nicht mehr veränderbar. Also sagen wir einfach, gut, handeln wir das Beste aus. Wenn die Araber verstehen würden, was für eine Chance das für sie wäre, für die Menschen in Palästina, für eine Chance wäre, wenn es Frieden wäre und wenn alles prosperieren könnte und wenn es gute Beziehungen zwischen Israel und Palästina geben würde, was das dann auch bedeuten könnte, dann könnten sie sogar sich ihre Fake-Nation, dann könnten sie sich ruhig auch Palästinenser nennen und sich einbilden, sie sind ein eigenständiges Volk. Ja, ist alles okay. Aber sie haben sich für Gewalt und für Leid und für Blut entschieden. Und deswegen trägt Israel auch nicht die Verantwortung für diese Auseinandersetzung. Weil Israel hat 1948 beim, oder 47 beim Teilungsplan der UNO, hat Israel gesagt, kein Problem. Wir nehmen dieses kleine 30-prozentige Stück dort und die Araber können die 70% von dieser Mandatsgebiet Palästina nehmen. Und alles wäre wunderbar gewesen. Aber sie haben sich für Krieg entschieden. Deswegen, die Araber leiden wegen ihrer Ignoranz und ihrer Dummheit. Das ist alles. Ja? Und von wo kommt das alles? Vom Islam. Richtig. Der Islam ist der trennende Faktor hier. Der Islam ist es, der sozusagen die Gräben und die Wunden aufgerissen lässt, ja, weil sie diese alte, ich habe immer gesagt, dieser Konflikt beruht nicht auf Land. Er beruht darauf, dass die Juden dieses Land genommen haben. Wenn es Christen gewesen wäre oder eine andere Religion, sie wären nicht so aufeinander losgegangen, wenn es andere Religionsgemeinschaften gewesen wären. Aber da es Juden sind, hat der Islam noch seine schöne alte Rechnung offen mit den Juden. Ja, seit 1400 Jahren verleugnet der Islam die Juden auf schlimmste Art und Weise. Und deswegen, liebe Freunde, dürfen wir diesen Konflikt nicht als ein Konflikt um Territorium verstehen. Es geht nur um die alte Abrechnung mit den bösen Juden, die Vertragsbrecher sind, die ihre Propheten ermordet haben, die den Prophet hinterhältig verraten haben, die den Propheten bekämpft haben. Sie haben diesen alten Hass in ihrem Kopf. Das ist es, was sie machen. Kian, ich habe eine Frage. Glaubst du, dass wir am Wochenende, dass wir nochmal entweder Freitag, Samstag oder Sonntag nochmal schaffen, nochmal live zu gehen? Ich könnte mir das gut vorstellen, ja. So Leute, dann machen wir jetzt eine Challenge. Passt auf. Okay. Also, das liegt jetzt an euch. Wir werden Freitag, Samstag oder Sonntag live gehen, vielleicht sogar zwei Tage, wenn ihr jetzt in 5 Minuten das schafft, 200 Teilungen zu machen. Das ist für euch überhaupt kein Problem. Wir sind schon bei 115. Also, es ist eine Challenge an euch. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann teilt den Stream, bis da 200 Teilungen sind. Also, Abfahrt. Genau. Genau. Wer sich dafür interessiert, liken, dass ich... Bitte liken. Ja, liken ist sehr wichtig. Wir sind bei 80.000. Doch, Lena. Komm, Lena, lass dich mal bitte heute erpressen. Ich bitte dich. Ja, ich... Einfach unterstützen, Freunde, das ist wirklich gut und das dient auch der Sache. Ich bin nicht gerne hier, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht gerne bei TikTok. Ich bin gerne bei X, bei Twitter und mache dieses Space auf. Da sind kluge Menschen, da sieht man sich nicht, da kann man sich nur unterhalten, aber da sind ruhige Menschen drin und da kommen auch nicht so viele Neandertaler wie hier. Und deswegen bin ich gerne im Space und unterhalte mich dort oder auf YouTube. Aber hier sind so viele Höhlenmenschen, da habe ich immer meine Probleme, hier ruhig zu bleiben. Leute, ich muss tatsächlich immer echt überzeugen, weil das ist nicht seine App. Also Leute, gebt ein bisschen Vollgas und dann probiere ich das. Und danke für die Geschenke, Leute. Ich hab's grad nicht mitbekommen. Genau, 144 Teilungen, genau so ja, geht Johnny, das. Johnny, ich bin Mossad-Agent. Weiter, Leute. Immer weiter, genau. Ihr habt es gleich geschafft. 50 Teilungen noch, 55. Los, kommt schon, gebt Vollgas. Mist. Jetzt haben sie mich erwischt. Ich kann wetten, das schreibt jemand aus der Türkei, weil ich höre das nur von Türken, diese Betitelung von Mossad-Agent. Immer in jedem Stream, wenn man denen ein paar Fakten nennt, nennen sie einen immer Mossad-Agent. Du, ich habe nichts dagegen. Wenn also an dieser Stelle, wenn der Mossad jetzt zuhört und will mich rekrutieren, ich bin hier, liebe Freunde. Ja, was sollte ich denn damit anfangen? Ja, also ich bitte euch. Für was sollte mich der Mossad bezahlen? Das mache ich doch gerne hier.
Das mit dem Mossad-Agent, das sagen die nur, weil die keine andere Erklärung finden, ja, dass man so über den Islam redet. Ja, ja, also Mossad. Die müssen immer eine Erklärung finden. Ja. Die verstehen das nicht. Genau, ich bin ein Stürzi-Agent, so ist es. Ja, das trifft schon mehr zu. Ich bin hier nach vorne gepusht worden, weil der Stürzi sich nicht traut. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Muslime in Deutschland den Islam selber nicht kennen. Ja. Oder die Geschichte. Und macht die 100.000 Likes voll. Ah, wunderbar, 205 Likes, super. Teilung, super. Nein, ich bin nicht Christ geworden. Ich bewege mich außerhalb der Religion. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Lebensstil. Ich wache nicht morgens auf und heule, mein Leben hat keinen Sinn. Ich bin sehr entspannt, was diese Sache betrifft. Sehr entspannt. Ja? Ich bastel mir lieber mein eigenes Wertegerüst zusammen, als dass mir irgendein Sky-Daddy aus der Spätbronzezeit erzählt, was ich glauben soll oder welche Moral ich haben soll. Es klappt nicht, wenn man sich die Moral aus der Früh- oder Spätbronzezeit nimmt. Es klappt nicht. Lebe lieber flexibel. Gern, Moral ändert sich. Gern. So, wer kommt jetzt hoch? Arel, für dich. Arel, okay. Shalom. Arel, Shalom. Shalom Aleichem. Arel, Shalom. Einmal Shalom. Einmal noch. Shalom. You can speak English if you are not good enough in German. Well, I mean, I can speak English, yeah. Yeah, what do you like to say? So I have confirmed that I speak English, so please continue. Have a say. Okay, no worries. Okay, wir können Sie runternehmen. Okay, vielen Dank. Ja, also wir können ganz normale Gespräche haben. Ich sage immer noch, ja, ich spreche Hebräisch. Nein, ich spreche kein Hebräisch, das war Spaß. Hope spricht Hebräisch. Genau. Schma Israel. Also, wenn jemand hochkommt und er möchte eine angenehme, ruhige, vernünftige Gespräch, dann herzlich willkommen. Wir können über alles reden, liebe Freunde. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Aber vorausgesetzt, ihr seid höflich. Aber Kian, jetzt sieht man daran, dass dieser Account hier, muss ich tatsächlich sagen, das ist einer deiner schwachen Accounts. Mhm. Du hast ja vorhin gesehen, in einem anderen Account, da ging das blitzschnell 700, 800. Ja. Es liegt tatsächlich auch an den Accounts. Das müssen wir fairerweise dazu sagen. Ja, ja, Kian, wir haben eine Gegenstimme für dich. Accounts. Das ist meine jüngsten Accounts. Ja. Kian, eine Gegenstimme für dich. Oh nein. Abend. Ach, ich glaube, Mr. Marokkan kenne ich doch. Wir haben doch schon mal uns unterhalten. Ja, wir kennen uns, glaube ich, ja. Okay, gut. Sympathisiert mit der Hamas, sage ich nur. Das ist eine Lüge und sie ist eine Lügnerin und wie gesagt. Okay. Gut, als Einstieg, bist du gegen die, verurteilst du die Attacke der Hamas auf Israel? Verurteilst du das, was du gestern Abend gemacht hast? Nein, absolut nicht. Gar nicht? Nein. Ja, da brauchst du mir auch nicht die Frage zu stellen, weil ich bin kein Hamas-Mitglied, ich bin kein Palästinenser, interessiert mich nicht. Gut, aber als Grundlage, als Einstiegsmöglichkeit, um ein Gespräch aufzubauen, verurteilst du das Morden von 1200 Menschen durch die Hamas? Ach, interessiert, ist mir sowas von egal, interessiert mich nicht. Das interessiert dich nicht, okay, nee. Gut. Also ich stehe selbstverständlich zu der Koranzerreißung, weil ich das schon mindestens 5-mal gemacht habe. Ich habe es auf Facebook gemacht, ja. Ich habe es auf Facebook gemacht, ich habe es auf 2-mal auf TikTok gemacht. Das ist also nichts Neues. Wo ist er jetzt hin? Interessieren die Menschen in Israel nicht? Zeit, aber Koran interessiert ihn und richtig. Er lebt in Deutschland. Musst du dir mal überlegen, ja? Also ja. 1200 Leben bedeutet ihm nichts, aber hier so ein bisschen Klopapier aus Arabien, das stört ihn. Ja, das stört ihn. Ja, das ist einer der
sagt, dass die Hamas Freiheitskämpfer sind. Ganz kurz, warum sagst du das nicht? Ganz kurz, wow, warte. Hier haben die Leute die Kamera an, haben irgendwas draufgelegt, weil sonst fliegt man raus. Okay, das liegt an TikTok. Ja, Kamera anmachen, schwarz machen, an TikTok. Gelb machen, grün machen oder so. Hauptsache die Kamera ist an, sonst fliegt man raus. So, also, ich stehe selbstverständlich zu meiner Koran-Zerreißaktion. Ihr könnt mich auch beobachten, wahrscheinlich im Februar oder März werde ich mit Edwin Wagensfeld, Pegida Holland, werde ich extra nach Holland fahren. Und ich werde dort mit den führenden Islamgegner von Schweden, Norwegen, Rasmussen, Stramkos und so weiter, werden wir uns aus die Pegida auch aus Norwegen treffen. Und dann werden wir tatsächlich den Koran in Holland auf der Straße zerreißen. So, ich hoffe, das ist okay. Ich habe eigentlich keine Angst vor den vor diesen bescheuerten Menschen, die machen ja wirklich manchmal begehen Verbrechen wegen diesen Sachen. Nein, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, das sind meine Leute und ich frage nur, ich meine damit nichts, ne? Ich frage nur wirklich, nein, weil ich manchmal mir Sorgen um dich mache. Ja, ja, wir kommen nach Holland. Was heißt, wenn wir uns trauen, du Knalltüte? Black Angel. Weißt du, wie oft Edwin Wagensfeld von Pegida Holland in Holland den Koran zerrissen hat? Der Mann hat eine ganze Deponie von Koran zu Hause. Und wenn du willst, dann geh mal auf meinen YouTube-Kanal, da kannst du sehen, dass er sich mit den Koranblättern den Hintern abwischt. Die warten nur darauf, zerrissen zu werden. Nein, hat er wirklich gemacht. Und er ist nicht nur, nicht nur, dass er das gemacht hat. Er ist auch für den ganzen Botschaften, er weiß, wo er das macht, wo er das, diese sogenannten Provokationen macht. Er geht vor die Botschaften. Also wenn die Türkei sich zum Beispiel aufregt über Israel, dann geht er zur türkischen Botschaft und macht es dort. Oder er hat das vor der pakistanischen Botschaft gemacht oder vor der palästinensischen Vertretung. Der Mann ist knallhart, der hat das sogar vor Gericht gemacht. Also, Entschuldigung, also der ist, also der hat hier keine Ahnung. Genau. Das ist ja nur ein Buch. Wagensfeld. Der hat übrigens einen YouTube-Kanal, der nennt sich Kaffee Haram. Schon wieder die eine. Okay, go ahead, lady. Go ahead. Lady. Spread your propaganda. I give you 10 seconds. From 10 seconds? Okay, from the ready? River to the sea. Palestine no, wait. Is fantasy. Let me just say something. Okay? Yeah. Can you say it with me? Yeah. Okay, Hamas? Ready? Can you see that? Can you see that? Shiman, Yemin, Kusumaki Ibn Chad. Okay. Yeah. And? Hey, you are a lady. You are a woman. Don't take these ugly words in your mouth. Come on. Say this with me, Ibn. Come on. Say this with me. You should be a proud Muslim. You should be someone with ahlak and adab. I am Muslim. I fully understand. You just follow your Prophet Muhammad. That's why you. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Was ist deine Mission? Meine Mission ist, dem Islam Sterbehilfe leisten. Ich habe noch eine Frage. Das ist meine ernste Antwort. Ich habe noch eine Frage. Schlechten Ideen sollte man Sterbehilfe leisten. Genauso wie dem Kommunismus oder dem Faschismus. Das sind alles schlechte Ideen. Und ich leiste dem Islam Sterbehilfe. Wie kann man Mitglied werden? Ich auch. Das ist die Wahrheit. Die Kamera anmachen. Die Leute, die hoch wollen. Ich sag's jetzt zum letzten Mal. Ihr müsst Kamera anmachen. Verdeckt die Kamera von mir aus. Wir wollen euch hässlichen Leute sowieso nicht sehen. Aber ihr müsst die Kamera verdecken. Sonst fliegt ihr da raus. Das ist TikTok. Ja, wir sehen schon zu viele von euch. Das reicht jetzt. Hier, für dich, Kian, Abu Hamburg. Niki tritt auch bei. Kian, Abu Hamburg. Okay, Abu Hamburg. Abu. Ich ficke eure EU-Konzerne. Ripper, ich hoffe, sie haben. Free Palestine. Ich bin für Hitler, Adolf Hitler. Fick euren Scheiß Israel. Okay. Stummt euch alle bitte. Okay. Oh mein Gott. Schon raus.
Er ist schon. Okay, okay. Also, ihr habt gehört, er hat den Führer von 33 bis 45 in den Mund genommen. Also AH hat er in den Mund genommen. Er ist für AH, hat er gesagt, also als Bestätigung. Und er hat wieder dieses Bedürfnis. Ich weiß, als Muslim, da darf man halt eben außerhalb der Ehe keinen Sexualkontakt haben mit Frauen. Und deswegen sind sie alle sexuell frustriert. Und dann kommen sie hoch und suchen sich dann Männer. Die suchen sich Männer. Ja, nee, er hat doch gesagt, ich f euch. Also er hat nicht gesagt, yeah. Ich, ja, also damit hat der Löwenherz mich angesprochen. Gut, er hat euch vielleicht Hope und Anna auch noch mit eingezogen. Das heißt also, er will eine wilde Orgie. Ja, er will eine Gangbang. Genau, er will bisexuell. Oh, mein Lieber, wenn der wüsste, was ich schon alles erlebt habe in meinem Leben, was ich schon alles mit Frauen gemacht habe, ich würde 100 Jahre in die Hölle kommen. Richtig. Ja. Mein ganzer Körper ist Haram. Richtig. Wir leben ein Harami-Life. Ja. Also, der nächste. Du kannst mir noch mal hochkommen und dann schauen wir mal. Gerade leider keine Anfrage. Aber die Leute, ihr müsst verstehen, ich mache das jetzt auch, ich sage euch Leute, also spätestens um Viertel nach eins, okay, also in der Stunde. Freunde, ich muss raus, ich habe tatsächlich jetzt eine Meldung wegen Hate Speech bekommen. Okay. Jetzt mal der Michael, lieber Freund. Wenn Michael meint, dass im Saarland das nötig ist, dann gehen wir dahin. Genau, Abu Ruslan, Kian Shalom. Shalom. So, dann gucke ich mal, wer hochholt. Ist hier gut. Eika, wer kommt? Hallo. Hallo, Ivana. Hallo. Oh, bist du auch hier, um Sterbehilfe zu leisten? Ja, ja. Oh. Ja, okay. Ich bin deine Krankenschwester. Ich helfe. Ich bitte dich, ja. Gib die richtige Medizin hier. So. Kian. Ja. Ich muss tatsächlich mal sagen, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass wirklich Leute sich angeblich die Mühe machen und probieren herauszufinden, wo meine Frau arbeitet, wie meine Frau aussieht und wollen sie irgendwie verfolgen mit Adressen und keine Ahnung was. Tatsächlich das, was in der Nachricht stand, ist natürlich alles gottlos falsch, weil die einfach Scheiße erzählt. Ich habe gesagt, dass meine Frau Erzieherin ist, das ist auch so. Aber alles andere, was sie da erzählt haben, wir hätten drei Kinder und so ein Quatsch, sollen sie alle glauben und ist alles in Ordnung, arbeitet auch nicht in der Kita, ist auch völlig falsch. Aber trotzdem, da merkt man einfach, wie ekelhaft manche Menschen sind, was die denken, was die machen, dass die Leute... Ja, ja. Im Privatleben, ich mache das doch hier. Was hat meine Familie damit zu tun? Da siehst du, wie abgrundtief ekelhaft diese Menschen sind. Ja. Und es ist das, was wir tun, genau richtig ist. Weil gegen solche genau Menschen, das, Löwenherz. Genau gegen solche Menschen muss man vorgehen. Genau das. Gegen solche Menschen müssen wir reden. Sowas dürfen und können wir nicht dulden. Absolut, absolut. Du, ich kann dich beruhigen. Seit 6 Jahren bekomme ich das zu hören. Ich könnte ein Buch veröffentlichen mit den Drohungen. Und Muslime haben sich wirklich die Mühe gemacht, mich zu finden. Es ist also wirklich, da war eine Anstrengung da, um mich zu finden. Aber in 6 Jahren ist nichts passiert. Und ich habe immer gesagt, ich habe halt auch Schutzdrohungen in meiner Nachrichtenabteilung gehabt. Weil ich auch so freundlich war und unten dieses Palestine is just your fantasy geschrieben habe. Leute, ihr müsst jetzt alle ganz, ganz schnell, müsst jetzt den Stream teilen. Ich habe geteilt, ich teile jetzt weiter. Ja, ich bin auch schon dabei. 230 Leute, ihr könnt meinen Anteil. Und ihr könnt komplett eskalieren. Kommt Leute, das muss ganz schnell auf 100 Teilungen gehen und auf Liken, genau. Zack, 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 zack. Genau, ich mach das auch. Ich mach das auch. Ja, ich gehe jetzt auch schon wieder runter, also. Niki, recht herzlichen Dank von dir. Danke dir. Ja, und ich bin mir sicher, wenn diese Leute dich sehen, dann wären sie sicherlich sehr gewalttätig gegenüber dir. Aber die machen sich jetzt nicht die Mühe. Ja, die wollen auch ihr eigenes Leben nicht ruinieren. Das Problem ist, Kian, das stört mich auch gar nicht. Das können sie ja versuchen. Ich kann mich ganz gut wehren. Es geht mir tatsächlich darum, ich werde auch meine Frau nicht ins Internet bringen und auch nicht zeigen, alles gut. Und das sind meistens auch nur Laberköpfe, ist ja alles in Ordnung. Ja. Viele wissen auch, wie ich aussehe, stört mich auch nicht. Aber tatsächlich, daran sieht man einfach, dass man einfach schlau daran ist, keine privaten Sachen im Internet rauszuhauen. Vielen Dank. Ist einfach schlau. Genau. Sollte einfach so wenig wie möglich privat raushauen, gar nicht Stadt, wo man wohnt, einfach gar nichts, weil es genug Beknackte gibt, die in ihrem Leben nichts zu tun haben
und nur so viel Langeweile haben und einfach nur irgendwelchen Leuten schaden wollen. Es gibt zu viel kranke Köpfe. Ja, eben, eben. Und ich meine, was können wir machen? Wir können einfach nur weitermachen. Wir können einfach nur weitermachen. Und wir können zusehen, dass wir die Aufklärung machen. Weißt du, warum ich manchmal so ein bisschen aggressiver bin, so ein bisschen provozierender bin? Weil sie überschreien dich sonst. Diese Leute überschreien dich sonst. Die sind so toxisch, so aggressiv und so toxisch, dass wenn du ein bisschen Schwäche vor ihnen zeigst, sie würden dich fertig machen. Deswegen darf man nie einknicken vor denen. Niemals. Ja, wie in der Tierwelt. Richtig, ich kenne das. Ich komme aus diesem Kulturkreis. In diesem Kulturkreis. Ja, es ist wirklich wie in der Tierwelt. Da hast du recht, Anna. Wie in der Tierwelt, wie zu unter Affen. Wie unter Affen und Gurgel. Unter kranken Affen. Ich möchte jetzt keine Affen beleidigen. Nein, aber es ist wie in der Tierwelt. Eine soziale Rangordnung. Die haben keine soziale Rangordnung. Die haben auch kein Gefühl für einen Rechtsstaat. So wie die zum Beispiel einen Zeitungsartikel zeigen. Die haben auch kein Gefühl von Anstand und von Ehre. Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, habe ich mit dem jemanden ein Problem. Und nicht mit seiner Frau, nicht mit seiner Familie und gar nichts. Das ist genau deren Problem. Die machen sich an die schwächer sind, weil sie wissen, die können sich nicht wehren. Oder die sind vermeintlich leichte Opfer, weil die einfach feige sind. Die sind hinterhältig. Die wollen dir und sind wie Ratten. Geben, sind wie dass Ratten. Du verletzlich bist, weil sie verletzt sind. Und sie kennen das nicht mit dem Rechtsstaat. Sie verstehen auch, sie sind manchmal, was gefährlich ist, dann denen, die sind, manche von denen sind nicht nur wütend, sondern dumm. Die können nicht einschüchtern. Aber wenn uns sowas einschüchtert und wir von sowas einknicken, dann können wir unsere Arbeit auch sein lassen. Dürfen wir nicht. Ich will nur sagen, die denken nicht einen Schritt im Voraus. Die kapieren nicht, dass sie danach Deutschland wirklich mit der ganzen Familie verlassen werden. Aber Kian und Menschen wie wir, wie du, Löwenherz, die tun denen weh, weil man denen faktisch beweist, dass sie nicht im Recht sind und dass sie nicht so heilig sind, wie sie tun. Ja, sie wollen sich an uns rächen dann. Und das macht sie gefährlich. Und deswegen habe ich auch Kian sofort gesagt, ich bin dabei bei der Sterbehilfe. Aber es geht nicht, für mich nicht mal so sehr um den Islam oder Hass oder Islamophobie, sondern um diese Ideologie dahinter. Das ist krank, Menschen zu bedrohen. Das ist krank, zu lügen. Das ist krank, zu sagen, ich bin für Adolf. Ihr habt für den österreichischen Maler. Sag einfach österreichischer kleiner Mann. Ja, die schreiben mir, der sollte mich verbrennen oder vergasen. Und wenn er das nicht getan hat, werden die es tun. Hallo Katrina. So, ich mache den Mikro aus, danke. Gerne. So, Kian, die Ex-Muslime aus dem Kaukasus sind richtig schlimm gefährdet. Ja, ganz besonders aus dem Kaukasus, ja. Tschetschenien und so, richtig brutale Stammesreligion, ja, und wirklich eine sehr tribalistische Gesellschaft. Wir haben jetzt einen neuen Gast hier oben, bitte. Okay, I don't speak. Ah, okay. German, I think. Ja, okay. Ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Make your cam on when you are going online, otherwise TikTok will throw you down. So make your cam on. Yes. So whenever you come up to me in my live stream, you have to switch on your camera. If you don't do that, you will get kicked out from TikTok. Unfortunately, it's a bug. And Kian, meine Freundin aus Israel ist da, Sascha IL, und die schreibt dir, ich verstehe nicht, was du sagst, aber ich spüre deine Worte in meinem Herzen. Hut ab von dir. Sascha. Und ich möchte auch nochmal sagen, auch die Leute, die drin sind, ich stehe vor meiner Frau und vor meiner Familie wie ein Löwe, wenn ihr kommt oder mich irgendwann findet, dann müsst ihr erst mich und ich werde für meine Frau und meine Familie sterben. Richtig. Also überlegt euch das gut, ob ihr auch dazu bereit seid, weil dann kämpfe ich bis zum Tod. Das sage ich euch jetzt schon mal. Hallo Sascha. Ja, wer immer an meine Tür kommt, der wird mit einer Aldi-Tüte wieder nach Hause getragen. Ja, genau so ist es. Ja, ja, niemand kommt an meine Tür ungestraft. Das müssen Sie wissen. Ja, ich habe eine Verwarnung, ich gehe nochmal kurz runter und wieder hoch. Okay, alles klar. Ja. Und ihr könnt selbstverständlich kommen und hoch und hier mitdiskutieren. Es ist überhaupt kein Problem. Aber bitte, Freunde, reißt euch zusammen. Liebe Tüte. Ist doch wahr.
Ja, die denken immer, es ist einseitig. Du machst die Tür auf und dann steht irgendjemand da und schreit Allahu Akbar und greift dich an und du ziehst einfach nur deine Jacke aus und sagst, ja, nimm mich. Ja. Leute, 150 Teilungen ist schon sehr stark. Ja, finde ich auch. Also wenn jemand an meine Tür klopft und will mir an den Kragen zum Kragen gehen, braucht es immer zwei. Jemand, der den Kragen hat und jemand, der den Kragen haben möchte. So, und das, ja, und deswegen wird es hier nicht, wird es nicht geben. Niemand kommt an meinen Kragen, zumindest nicht ganz kampflos. Ich habe mir einfach diese Aldi-Tüte vorgestellt. Das Billigste, was man, die billigste Bestattungstüte, die man für jemanden. Sie werden dann sagen, du hast die angegriffen und Apartheid und sonst was. Oh, yeah, Unique said, why do you have toilet paper as your wallpaper? Oh, wait, I have another toilet paper as well. Yeah, that's the toilet paper. I'm so sorry. I just did a mistake. So that's the Sasha, paper. Are you here? Can you see that? That's the toilet paper. Kian, are you here? Okay, Unik, are you happy now that I changed the wallpaper to real toilet paper? That's the actually high quality toilet paper. Three layers, and it makes your ass clean in a second. Okay. Back to this beautiful flag. Okay. So is there another troll who wants to come up or to give a comment about my beautiful black, a flag? Also Kian, ganz kurz, ich würde sagen, nicht entmutigen lassen, es liegt tatsächlich auch teilweise an den Accounts, ne? Unterschiedliche Accounts, da sehen wir es. This Palestinian flag is not only toilet paper. It's a good tissue for the nose as well. So you then you will see that your nose is actually super clear. It is free of everything. Yeah? It's not haram. It's not haram. So it's a shame that on future Zionists. Okay. It's silk, absolutely. Silk, it's halal, absolutely. I can see my audience is very creative. Okay, nimm meine Anfrage. Lebron, ich kann deine Anfrage nicht annehmen, weil du, arme Seele, hast nur 13 Follower. Ja, du kannst dich selber annehmen mit dieser Followerzahl. Du musst schon ein bisschen mehr haben. No occupation of your back. Ja, sorry. Sie wollten, dass ich die Tapete wechsle, habe ich sofort gemacht. From the river to the sea, Palestine is fantasy. Ich lache danach noch 2 Stunden. From the river to the sea. Ich könnte noch Schatztruhen senden mit Zuschauern. Palestine will never be. Ja, wir können jetzt. Oh, guck mal hier. Grüße von Hells Angels Duisburg. Ja, schöne Grüße zurück. Kian, das ist ein Fake. Natürlich. Niemals, die ich kenne, tatsächlich 2, 3 Leute niemals schreiben, die im Internet sowas. Völliger Blödsinn. Völliger Quatsch. Ja. Oh, das gefällt mir. River to the sea in Palestine is parking free. Kukuluku. Genau, da können wir ein bisschen auf den Chat eingehen. Ja, aber was soll ich sagen darüber? Sie schaffen die Witze. Wir machen gar nichts. Wir sind nur und wollen vernünftig reden. Aber Sie kommen mit diesen Attacken. Also wenn Sie glauben, you're not an ex-Muslim. Israel is real terrorism. So, okay, Mr. Israel is real terrorism. Can you tell me, have you shared a drink? Have you went to a bar together or... How do you know I'm not an ex-Muslim? Okay. Also, kann mir jemand die Palästina-Obsession der Muslime erklären? Ja, Susi, es geht um Judenhass.
Es geht nicht um Territorium. Glaubt ja nicht, dass es hier um Land geht. Ja, es ist diese, wenn Muslime den Mund aufmachen und Palästina verteidigen, es geht immer um die alte Abrechnung der Juden, die sich gegen den Prophet und seine Botschaft gesträubt haben. Ja, ganz einfach. Ja, sie haben diese alte Rechnung offen und sie hoffen, dass sie das irgendwie mit Israel beenden können. Hey, Yunik, what is your problem, Yunik, official? This is why Israel is the most hated nation in the world. So why? Why? Okay, I changed to Palestine. Ahlan wa sahlan, ya habibi. Ahlan, ahlan, kayfa halakum? Bikhay. Min ayya baladin anta, ya habib. Look at this. Look at this, habibi. This is Hamas. Hamas. Hamas is ISIS. Al-Qaeda and Jihad. And look at this. Habibi, I have two flags. I have this evil flag behind me and this glorious flag here. Okay, Habibi. Habibi. Oh, sorry. Now I have to talk like an Israeli. Shalom, shalom, shalom. Komm, Leute. Komm, kommt mal ein bisschen hoch. Kommt, ja, unterhalten uns ein bisschen. Ich nehme diese TikTok wirklich nicht ernst. Ich habe das am Anfang sehr ernst genommen. Da habe ich mit den Leuten wirklich ernst gesprochen. Aber wenn man dann sich mit diesen Shisha-Muslima unterhält, die da irgendwo im Auto sitzen, gerade zwei, drei deutsche Mädchen versucht haben abzuschleppen, aber keinen Erfolg hatten und dann auf TikTok gegangen sind, um dort weiterzumachen, das waren die Kandidaten, die zu mir gekommen sind. Ja, und auf die wenigen Dawa-Leute, die jetzt mal reinkommen, aber komischerweise mit mir nicht sich richtig unterhalten können. Oh, Sascha. Und warum sich für die Seite der Wahrheit, des Mitgefühls und der Liebe zu entscheiden? Yes, Sascha. Absolutely. You are the number one. Habib Kalbi. Yeah, free Palestine. Yeah, yeah, from Hamas. I totally support you. I totally support you. I'm with you. Ja. Yeah. Die Shisha-Muslime ertragen es nicht, wenn sie einen Korb bekommen. Ja, es ist schlimm, aber die sehen auch komisch aus, diese braun gebrannten Gesichter, die gezupften Augenbrauen, diese Bordellkleider, die sie immer tragen mit aufgeknöpften Hemdchen und so. Das sieht komisch aus. Wer will so einen Mann an seiner Seite haben? Es wirkt unangenehm. Und deswegen haben die... Es ist so, my love. Absolut. Ja, ja, jetzt geht's wieder ein bisschen hoch. Leute, kommt mal. Macht man noch, gibt man noch ein bisschen Vollgas, teilt man noch mehr, liked man noch mal. 29.000 Herzchen geschickt, bitte drückt das mal ein bisschen hoch, liebe Freunde. Pusht das mal ein bisschen. Auch an die Leute, an Justin und unsere Unterstützer. Wie ihr uns unterstützen könnt, am allerbesten ist, wenn ihr Schatztruhen sendet, wo Zuschauer reinkommen. Das sind diese Portale, das könnt ihr machen, das hilft tatsächlich im Moment am meisten. So, weil manche Accounts sind schwächer, manche sind stärker. Der ist einer von den Schwachen, wir hatten von den Starken, der wurde leider gesperrt. Da hatten wir nach kurzer Zeit 700 Leute. Ja. Das ist leider tatsächlich, wurde er leider gesperrt. Danke, Leute, genau so will ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der gesperrt ist. Ich habe Appeal gemacht, aber ich bin nicht mehr zurückgegangen, um mir das anzugucken. Ja. Ja. Aber selbst wenn ich jetzt da zurückgehe, dann kommen halt eben diese ganzen Talibans und melden mich dann innerhalb von 4 Minuten wieder und dann bin ich weg. Ja, aber das lohnt sich ja für jetzt auch nicht mehr. Dann machen wir das einen anderen Tag. Aber wenn er jetzt wieder frei ist, das siehst du dann gleich. Aber trotzdem, Leute, wir können das hier machen. Gebt mal ein bisschen Vollgas. Genau, genau. Also auch schön teilen und wunderbar 33.000. Also ist ziemlich schnell nach oben gegangen. Und das ist gut so. Und wenn jemand natürlich nach oben kommen will und möchte reden, you what? You lot mingers? Alicia? Alicia, I have no idea what you're talking about. Kian, ich habe noch was für dich. Ansa Hussein schreibt, you are ex-Muslim now. You are Jewish because you want to burn hell forever. Yes, yes, exactly. I converted to Judaism. My name is not longer Kian Kerman Shahi. My name is Shlomo Goldberg. Okay? And you are free to have a talk with me. I love Judaism. I love Jewish people. They're rich, very successful. And I would be stupid to be longer a part of the Muslim community. You are all losers. And that's why I really enjoyed being a Jewish man now. Oh my goodness. No circumcision. I have already my circumcision. It's all fine. So I can be a full 100% Jew.
No, Alicia, please, don't swear. Come on, you are a lady. Come on, your future husband will see when you swear a lot. And then he said, oh my God, this girl, I don't want to have her. Unless you want a man who is swearing and slandering like you. Yeah. Hey, many Muslim countries, how many Jewish countries? Yeah, one Jewish country which dominates all the Muslim countries. That is the difference. And of course, Jews have full control over the world. Actually, the whole world belongs to us, according to your ideology. Hast du eigentlich mal gemerkt, dass die Muslime sich rechtfertigen, indem sie sagen, ja, in den ganzen muslimischen Ländern ist immer noch teilweise dritte Welt, weil da sind ja die Amerikaner dran schuld? Ja. Es ist immer, egal wo sind die Amerikaner schuld, der amerikanische...